Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, hier live bei uns im Haus am Dom, im großen Saal und auch live zu Hause an den Bildschirmen über YouTube sind Sie uns zugeschaltet. Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zu unserer Abendveranstaltung mit dem Titel Die Pfingstbewegung im Gespräch. Mein Name ist Johannes Lorenz, ich arbeite für die Katholische Akademie, die hier im Haus am Dom ihren Sitz hat, als Studienleiter für Weltanschauungsfragen und Lebenskunst. Letztes Jahr im September hat die Evangelische Kirche in Deutschland eine Orientierungshilfe herausgegeben, die so aussieht und den Titel trägt Pfingstbewegung und Charismatisierung. Sie ist von der Kammer für weltweite Ökumene der Evangelischen Kirche in Deutschland herausgegeben worden und ein wichtiges Ziel, das darin formuliert wird, ist die Sprachfähigkeit gegenüber der Pfingstbewegung oder der Pfingstbewegungen zu erhöhen. Und wir haben uns gedacht, das wäre doch ein guter Anlass, diese Orientierungshilfe auch hier im Haus mit lokalen Playern aus dem Rhein-Main-Gebiet einmal zu diskutieren. Und ich freue mich sehr, dass ich drei Kooperationspartner finden konnte, die mit mir gemeinsam diese Veranstaltung geplant haben. Zum einen Brigitte Görgen-Kreter vom Ökumene-Referat des Bistums Limburg, die ich Ihnen auch gleich nochmal näher vorstellen werde, weil sie das Podium moderieren wird. Pfarrer Dr. Jörg Bickelhaupt vom Zentrum Ökumene der beiden Kirchen, Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck und Evangelische Kirche Hessen-Nassau. Und ich freue mich auch sehr, dass die ACK Hessen-Rheinhessen sich bereit erklärt hat, bei dieser Veranstaltung zu kooperieren. Ich gebe Ihnen einen ganz kurzen Überblick zum Ablauf des heutigen Abends. Dr. Jörg Bickelhaupt wird Sie ganz kurz gleich ins Thema einführen. Danach wird Frau Görgen-Kreter die Moderation übernehmen und dann auch gleich noch ein paar Details zum Ablauf sagen. Danach, nach dem Podiumsgespräch, das dann gleich im Anschluss stattfinden wird, haben Sie die Möglichkeit, auch mit den Referentinnen, mit den Referenten ins Gespräch zu kommen. Und Sie zu Hause an den Bildschirmen können sich freilich auch an dieser Veranstaltung beteiligen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können entweder den YouTube-Chat verwenden und dort Ihre Fragen oder Anregungen, Ihre Statements einzutragen. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben auf die E-Mail-Adresse chatamdom, in einem Wort, @bistumlimburg.de. Ich werde hier vor Ort die Online-Aktivitäten mitverfolgen und selbstverständlich Ihre Fragen und Anmerkungen auch hiermit in den Raum hineingeben. Noch einen kurzen Satz zu unserer Moderatorin. Ich freue mich sehr, dass Brigitte Görgen-Kreter sich bereit erklärt hat, den Abend zu moderieren. Vielen Dank dafür. Sie ist, wie gesagt, Ökumene-Referentin im Bistum Limburg. Sie ist Theologin. Sie ist Mitglied der ACK Hessen-Rheinhessen und sie arbeitet auch freiberuflich als systemische Supervisorin und als Coach. Ich darf jetzt das Wort an Dr. Jörg Bickelhaupt übergeben, wünsche uns allen einen anregenden Abend und gute Erkenntnisse. Vielen Dank. Die Pfingstbewegung im Gespräch, der Titel der Veranstaltung am heutigen Abend. Gespräch, Sprechen, hat mit Wahrnehmen zu tun, mit wechselseitigem Wahrnehmen. Wie nehmen wir das Phänomen wahr, das in der Überschrift als die Pfingstbewegung im Singular apostrophiert wird? Die Orientierungshilfe der EKD, die den Anlass dieser Veranstaltung bildet, ist der Versuch einer Wahrnehmung aus evangelischer Perspektive. Und zu jeder Perspektive im Dialog ein hermeneutisches Grundprinzip gehört freilich auch deren Wechsel, der Versuch also die Perspektive der Pfingstbewegung einzunehmen. An dieser Stelle bin ich nun versucht, mit Goethes Faust zu fragen, hier stocke ich schon, wer hilft mir weiter fort? Das Wort, um das es heute Abend geht, die Pfingstbewegung, müssten nicht auch wir es
ja, vielleicht nicht anders übersetzen, aber doch auf den Numerus achten. Die Theologische Realenzyklopädie, die vierte Auflage der Religionen, Geschichte und Gegenwart und andere theologische Lexika sprechen stets im Singular von der Pfingstbewegung, von der charismatischen Bewegung und nur von den Pfingstkirchen im Plural, weil da der Singular nun offensichtlich verfehlt wäre. Aber ist es nicht auch bei unserem Thema selbst? Bedürfen unsere wechselseitigen Wahrnehmungen nicht einer gründlichen Differenzierung? Aus meiner Sicht im Übrigen ein grundlegendes Problem unserer Zeit, in der ich eine zunehmende Fundamentalisierung von Debatten wahrnehme, in der oft so getan wird, als gäbe es nur richtig oder falsch, schwarz oder weiß. Nur die einzige Möglichkeit bis in diese Tage hinein. Hier bei uns konkret eignet sich der Singular, um die vielfältigen und teils ganz heterogenen Phänomene und Gruppen überhaupt angemessen zu würdigen, die dann zusammenfassend als die Pfingstbewegung bezeichnet werden. Schon das klassische Reden von den drei Wellen derselben vereinfacht ja vieles, und schon gar, wenn man um die kulturelle Diversität religiöser Phänomene im Allgemeinen und Pentekostaler im Besonderen weiß. Differenzierung mag anstrengend sein, aber sie tut Not. Andererseits, bei allen Differenzierungen, wir nehmen ja stets als Subjekte wahr. Und jede subjektive Wahrnehmung ist immer auch eine begrenzte. Wir sehen nicht alles und brauchen dennoch einen Einblick, einen Überblick, eine kohärente Vorstellung der komplexen Phänomene, die wir wahrnehmen. Das heißt, an einer gewissen Reduktion von Komplexität kommen wir schon lebenspraktisch überhaupt nicht vorbei. Wir müssen Linien erkennen, wir brauchen Guidelines, wie man auf Neudeutsch sagt. Nur, und das sei gerade allen Fundamentalismen und den gängigen Populismen gesagt, unsere reduzierte Wirklichkeit ist niemals die ganze Wirklichkeit. Auch der Singular hat also sein Recht, in gewissen Kontexten seine Notwendigkeit und vielleicht auch bei der Ankündigung des heutigen Abends. Aber wir kommen gar nicht umhin, unsere Welt zunächst in ihrer Pluralität wahrzunehmen und zu würdigen, gerade auch die pfingstlichen und charismatischen Bewegungen und Gruppen, etwa im Blick auf die grundlegende Bedeutung, die bei ihnen der religiösen Erfahrung zukommt. Und auch die hier entstehende Frage nach einer Hermeneutik, nach einem Verstehensgrundsatz von religiöser Erfahrung überhaupt. Diese innerchristliche Wahrnehmung hat schon lange begonnen und es steht weiterhin an, Klischees, Vorurteile und Verkürzungen zu überwinden, wechselseitig. Hierin sehe ich ein grundlegendes Anliegen des EKD-Textes, das sich mit zahlreichen Dialogen, Kooperationen und Begegnungen der jüngeren ökumenischen Vergangenheit trifft. Ich nenne nur die seit Jahrzehnten bereits stattfindenden ökumenischen Dialoge, an denen auch pfingstliche TheologInnen beteiligt sind. Ich nenne das Global Christian Forum als weltweite informelle Begegnungs- und Gesprächsplattform von ChristInnen unterschiedlichster Provenienz. Und ich wünsche uns am heutigen Abend differenzierte Wahrnehmungen und Einblicke und zugleich eine womöglich erneuerte Perspektive aufeinander. Vielen Dank. Heute Abend geht es also auch um Ökumene, um ein Verstehen wollen von Phänomenen. Und Ökumene ist auch ein Versuch, das Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Das wollen wir heute Abend miteinander tun. Wir wollen schauen, den anderen so zu verstehen und zu sehen, wie er oder sie sich selbst sieht. Und zugleich geht es um die Differenz. Es geht nicht um ein Nivellieren von Fragestellungen, sondern es geht um ein Vertiefen und ein Verstehen wollen. Darum sprechen wir heute Abend miteinander und nicht übereinander. Es geht um das Kennenlernen, es geht darum, Fragen zu stellen, es geht darum zu hören, wie Christen in pfingstlich-charismatischen Gemeinden leben und welche Selbstüberzeugungen sie haben. Und zugleich wird die Vielfalt, von der Dr. Wickelhaupt gerade auch schon gesprochen hat, und die Unterschiedlichkeit der pfingstlich-charismatischen Bewegungen hier heute Abend nur ausschnitthaft deutlich. Es soll Sie und Sie anregen,
das Gespräch vor Ort zu suchen mit denen, die sich dann in der Ökumene finden lassen wollen. Und wir fangen nicht bei Null an, wie wir es eben gerade schon gehört haben. Auch in den Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen sind Pfingstler heute schon vertreten. Das ist also der Stand der Dinge und deswegen setzen auch wir hier heute Abend nicht bei Null an auf dem Podium. Wir freuen uns, dass wir auch ein ökumenisches Podium heute Abend sind. Es wird die evangelische Perspektive, es wird die pfingstlerische Perspektive und es wird eine katholische Perspektive heute Abend deutlich werden. Unterschiedliche Stimmen auf die Phänomene. Was erwartet Sie hier vor Ort und hier auch an den Bildschirmen? 4 Referenten, 4 Perspektiven und jeder von Ihnen wird zunächst mit je einem Statement zu Wort kommen. Und vor diesem Statement werde ich eine kurze Einführung in die Biografie dieses Referenten, dieser Referentin geben, sodass Sie sich auch darüber ein Bild machen können. In der Podiumsdiskussion, die anschließend folgt, werden wir versuchen, das, was wir in den Statements gehört haben, ein wenig zu vertiefen, uns auszutauschen darüber, anstehende Fragen nochmal zu stellen. Und etwa ab 20.30 Uhr haben Sie die Möglichkeit, hier im Haus oder eben auch über den Chat, wie eben schon erklärt, diese Fragen hineinzuschreiben. Das heißt, auch dann können Fragen an die Referenten gestellt werden. Lassen Sie uns beginnen mit diesem sehr spannenden Abend. Ich stelle die erste Referentin auf diesem Podium vor, Dr. Annegret Schilling. Sie ist Theologin und Pfarrerin, hat sozusagen hier in Frankfurt Heimrecht, da zu sein. Sie ist nämlich Pfarrerin der Evangelischen Hoffnungsgemeinde der Matthäuskirche hier in Frankfurt. Sie war Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Globales Christentum der Deutschen Forschungsgemeinschaft und hat in diesem Zusammenhang den Einfluss und das Wirken lateinamerikanischer Theologie im Ökumenischen Rat der Kirchen in den 1960er und 1970er Jahren erforscht. Sie wurde an der Ruhr-Universität Bochum promoviert mit ihrer Dissertation Revolution, Exil und Befreiung. Der Boom des lateinamerikanischen Protestantismus in der internationalen Ökumene in den 1960er und 1970er Jahren. Von 2009 bis 2021, also im letzten Jahr, war sie Mitglied der Kammer für weltweite Ökumene, der EKD, und hat in dieser Rolle auch an der vorliegenden Orientierungshilfe, um die es heute Abend hier geht, mitgearbeitet. Annegret Schilling ist neben ihrer Tätigkeit als Pfarrerin seit 2019 die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, der ACK hier in Frankfurt. Darüber sind wir beide miteinander verbunden. In der ACK ist die multilaterale Ökumene zu Hause. Das heißt, der Blick eben nicht nur auf den evangelisch-katholischen oder katholisch-evangelischen Dialog, sondern die große weltweite Ökumene. Frau Dr. Schilling bringt heute Abend besonders die Bedeutung des ökumenischen Dialogs und der ökumenischen Zusammenarbeit ein, so wie sie auch in der Orientierungshilfe besonders im 5. Kapitel dargelegt worden ist. Erste Schritte möglicher Zusammenarbeit. Weitere Schwerpunktthemen von dir, liebe Annegret, sind die interkulturelle Öffnung von Kirche, die digitale Kirche, die auch sehr viel mit den Pfingstbewegungen zu tun hat, Digitalisierung als Thema, digitale Kirche und Kirche in urbanen Räumen im Spannungsfeld von Migration und Diakonie. Annegret, wir freuen uns auf dein Statement. Ja, ich freue mich sehr, dass das Haus am Dom diese Möglichkeit ergriffen hat, hier dieses Thema der Orientierungshilfe, Pfingstbewegung und charismatische Bewegung aufzugreifen. Als katholisches Haus ist es, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr weiß ich persönlich und wissen, glaube ich, die Menschen, die mit mir an dem Papier gearbeitet haben, das auch zu schätzen. Also ganz herzlichen Dank für die Initiative.
Wie schon gesagt, war ich in den letzten zwei Ratsperioden der EKD in der Kammer für weltweite Ökumene beteiligt und habe dort eben in den letzten 5 Jahren auch in einer Gruppe von etwa 10 Personen, das sind ja immer so kleine Arbeitsgruppen, die solche Papiere dann erarbeiten, an der Orientierungshilfe mitgearbeitet. Und ich möchte Ihnen in einer kurzen Einführung einen Einblick in die Fragestellungen der Orientierungshilfe geben. Ich vermute mal, es haben noch nicht alle ganz gelesen. Und möchte dann vor allen Dingen auf die theologischen Herausforderungen und, wie schon auch angesprochen, auf die Praxisempfehlungen zu sprechen kommen. Nun also zuerst mal zur Fragestellung dieser Orientierungshilfe. Wenn ich mich in der evangelischen Landeskirche, und ich denke, Ähnliches ist auch für die römisch-katholische Kirche zu konstatieren, umblicke, dann haben wir hier in Deutschland nicht gerade den Eindruck, dass das Christentum boomt. Wir reden eher von changing landscapes, also von sich verändernden Landschaften. Und damit ist gemeint, dass sich die religiöse Landschaft innerhalb des Christentums weltweit rasant verändert. Die Pfingstbewegung hat innerhalb des 20. Jahrhunderts einen großen Anteil in diesem Veränderungsprozess. Mittlerweile gehört mindestens ein Viertel der Weltchristenheit Untersuchungen zufolge einer Pfingstbewegung oder charismatischen Bewegung an. Und das sind dann, wenn man es hochrechnet, so um die 600 Millionen ChristInnen weltweit, Tendenz steigend. Der geografische Schwerpunkt liegt ohne Zweifel in den Ländern des globalen Südens, also Afrika, Asien, Lateinamerika. Und da spricht man von einem Shift of Gravity, also von einem Verlagerungsschwerpunkt hin in den globalen Süden. Ich habe längere Zeit selber in Lateinamerika gelebt und dort festgestellt, dass alle Bekannten von ihrer religiösen Zugehörigkeit eigentlich eher römisch-katholisch waren, deswegen sind wir hier schon auch gut aufgehoben, aber zusätzlich eben Mitglied in evangelikalen oder pentekostalen oder eben charismatischen Gemeinden gewesen sind. An dieser Stelle vielleicht eine kurze Begriffsklärung, wie wir das in der Orientierungshilfe gehandhabt haben und auf die sicherlich auch nochmal kontrovers auch nochmal einzugehen ist. Pfingstkirchen gehen auf die Erweckungsbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA und Lateinamerika zurück und haben sich über die Jahrzehnte hinweg als freikirchliche Konfession etabliert. Neben den historisch-protestantischen Kirchen, gehören also sozusagen eher der protestantischen Kirche Tradition an. Charismatische Gemeinden dagegen und Erneuerungsbewegungen finden sich in nahezu jeder Konfession. Also evangelisch, römisch-katholisch, auch sogar orthodox. Es gibt orthodoxe charismatische Gemeinden. Nicht viele, aber es gibt sie. Und sie heben sich vor allen Dingen von ihrer Spiritualität, von der Herkunftskonfession ab. Das heißt, man glaubt dort, oder in charismatischen Gemeinden wird ein starker Wert auf die Geistkraft Gottes gelenkt und die Charismen, die unterschiedlichen Charismen der Mitglieder gelebt. Und ich finde, das ist nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung. Sprechen wir wirklich von Pfingstkirchen im Sinne dieser Konfession oder sprechen wir von charismatischen Erneuerungsbewegungen innerhalb der verschiedenen Konfessionen? Ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht aus der Orientierungshilfe, das zugleich die Herausforderungen der Orientierungshilfe nochmal markiert. Die Pfingstkirchen stellen die historisch-protestantischen Kirchen und deren Theologie und eben auch römisch-katholische Kirchen, würde ich jetzt mal da immer auch ergänzen, vor ethische und theologische, teilweise auch vor politische Herausforderungen. Diese entstehen vor allem in der Zusammenarbeit von EKD-Gliedkirchen und ihren Partnerkirchen im globalen Süden, aber auch hierzulande, in Kooperation mit internationalen Gemeinden, mit pentekostalem und charismatischem Profil. Da haben Sie so in einem langen Satz mal so konzentriert das, worum es da geht. Die Themen, mit denen sich auseinandergesetzt wird und die hier sicherlich auch nochmal zur Sprache kommen werden, sind Fragen des Lebensstils, der Sexualethik, das Verhältnis zwischen Politik und Religion, die Kommerzialisierung von Religion, Amt und Autorität. In Deutschland sind die Pfingstkirchen unter dem Dach des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden versammelt. Diesem Gemeindebund gehören rund 850 Ortsgemeinden an. Und dieser Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden ist Mitglied in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen.
Aber Sie können sich vorstellen, dass nicht alle Pfingstkirchen und charismatischen Bewegungen Teil des BFP, dieses Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden, sind. Wir reden von einer Vielzahl von unterschiedlichen großen Gemeinden, die haben zwischen 10 und 10.000 Mitglieder. Und man kann sich so vorstellen, das sind einerseits Minikirchen, die sich in Wohnzimmern, in Hauskreisatmosphäre, ihre Mitglieder treffen. Und andererseits Megakirchen mit riesigen Kirchengebäuden, dazugehörigen Schulen und Diakoniestationen. Sie merken schon, es ist äußerst hilfreich, in so einer sehr komplexen Situation der Weltchristenheit auch so eine Orientierungshilfe an der Hand zu haben. Und wir haben in der Arbeitsgruppe von den 10 Personen eben an dieser Studie gearbeitet, wobei klar wurde, dass wir als evangelische VertreterInnen da schlecht dieses Phänomen Pfingstkirche von außen nur betrachten können, sondern dass wir es gleichsam dialogisch angehen müssen. Und so haben wir, und das war die Arbeitsweise dieser Gruppe, 30 PfingstlerInnen, ReligionswissenschaftlerInnen, ReligionssoziologInnen, also verschiedene ExpertInnen, die sich mit dem Thema Pfingstchristentum auseinandersetzen, mit dazu gebeten, und sie haben Fallstudien eingebracht, Texte im Glossar verfasst oder auch ganze kleine Abschnitte dieser Orientierungshilfe geschrieben. Und Sie sehen hier, das ist so ein bisschen die Aufmachung der Orientierungshilfe mit einer kurzen Einführung und einer Betrachtung des globalen Phänomens der Pfingstbewegung und dann den theologischen Herausforderungen. Ich möchte ganz kurz auf diese theologischen Herausforderungen zu sprechen kommen, weil nicht so viel Zeit ist, mache ich das einfach jetzt mal so ein bisschen stichpunktartig. Ich habe hier Ihnen mal mitgebracht, wie das da so in diesem Inhaltsverzeichnis aussieht. Sie können sich das auch downloaden, kostenfrei downloaden oder auch das Buch kaufen. Und Sie sehen an der Weise, wie formuliert wurde, dass es wirklich immer darum ging, in den Dialog hineinzugehen. Das heißt, nicht von außen zu sagen, die Pfingstkirchen machen das und das, die Pfingstkirchen glauben an das Böse, die Pfingstkirchen glauben, dass die Bibel immer nur wortwörtlich auszulegen ist, sondern es wurde versucht, wirklich zu schauen, wie wir gemeinsam in den Dialog hineinkommen können. Ich erinnere mich an eine besonders lebhafte Debatte um die Frage nach Exorzismen und Dämonen. Das ist hier unter dem Punkt, was uns bedroht, unter 3.7, Geister und Dämonen. Und wir haben uns in der Arbeitsgruppe schon intensiv darüber unterhalten, wie wir das Böse in der Welt verstehen, welche Auswege wir selbst aus Verstrickungen, aus tyrannischen Systemen sehen, wie wir die siebte Bitte im Vaterunser letztlich verstehen und erlöse uns von dem Bösen. Und da sind wir zu der Ansicht gekommen, dass uns der Dialog mit den Pfingstkirchen helfen kann, eben auch unsere eigenen Traditionen genauer wahrzunehmen, hinzuschauen und beispielsweise jetzt mal dieser brennenden Frage nach dem Bösen nicht auszuweichen. Ähnliches könnte man eben auch jetzt sagen für die Bedeutung der Heiligen Schrift. Welche Teile von Paulus nehme ich jetzt mal wortwörtlich und welche lasse ich mal sagen und das ist alles historisch kritisch und dann dürfte ich hier schon mal gar nicht stehen und hier irgendwas sagen. Also das, Sie sehen, wir haben versucht immer in diese Wir-Perspektive hineinzugehen und von vornherein das Dialogische mit einzubeziehen. Und wir werden nachher auch hören, dass das natürlich auch eine Weise ist, wo man auch kritisch gegenüber dieser Orientierungshilfe sein kann. Das leitet mich zum letzten Teil meiner kurzen Einführung, nämlich zu der Frage, wie der Dialog mit PfingstlerInnen und ChristInnen charismatischer Erneuerungsbewegungen gelingen kann. Und auch welche konkreten Praxisempfehlungen gegeben werden. Und das sind insgesamt 4 Perspektiven. Zum einen soll der Pneumatologie, also der Lehre vom Heiligen Geist, mehr Raum gegeben werden, um die Gabe der Heiligen Geistkraft im Leben von Menschen entdecken zu können. Das zweite ist, die Vielfalt der Pfingstgemeinden und der charismatischen Bewegungen wahrzunehmen und als Teil der historischen Entwicklung des Christentums zu verstehen. Eine dritte Perspektive ist, den lebendigen Dialog zu den Pfingstkirchen zu suchen, was wir jetzt hier schon mal tun und was auch auf der lokalen Ebene gestärkt werden soll. Und zuletzt wird angeregt, Studienprojekte durchzuführen, die das Wissen um die Pfingstbewegung fördern sollen.
Und dann gibt es verschiedene Ebenen, auf denen diese Dialoge geführt werden können. Darauf können wir dann nachher gleich nochmal zu sprechen kommen. Auf der lokalen Ebene, das betrifft jetzt zum Beispiel die Ebene hier in Frankfurt, ACK Frankfurt, was könnte man da tun? Die Ebene der Kirchenleitung, welche offiziellen Dialoge gibt es da? Dann die Frage in der globalen, weltweiten Ökumene, wie da die Zusammenarbeit mit Pfingstkirchen gestärkt werden kann. Und schließlich auch im akademischen Kontext. Also wie kann es gelingen, in akademischen Kontexten die Perspektive von Pfingstkirchen mehr einzubeziehen? Und das wird insofern immer relevanter, weil natürlich auch Studierende, die beispielsweise ins Lehramt gehen, dann zwar irgendwie noch landeskirchliche Wurzeln haben, vielleicht noch konfirmiert sind, aber selber, ich habe das in Bochum an der Uni auch erlebt, selber halt schon längst Mitglied einer charismatischen Gemeinde geworden sind. Und dann eben die Frage, was bedeutet es dann, Religionslehrerin, Religionslehrer zu sein, die Vocatio oder Missio dann zu erhalten? Genau in diesen Fragen dreht es sich. Und so ist zusammenfassend gesagt die Orientierungshilfe ein umfassender Aufschlag der EKD zum Dialog mit der Pfingstbewegung. Zitat, sie möchte eine Haltung pauschalisierter Dialogverweigerung vermeiden und setzt darauf, dass in der Begegnung zwischen historisch-protestantischen Kirchen und pfingstlichen Kirchen sowie charismatischen Frömmigkeitsformen glaubwürdige und bereichernde kirchliche Lernpartnerschaften entstehen können. Und in diesem Sinne verstehe ich auch diesen Abend, dass wir hier miteinander und voneinander lernen. Vielen Dank. Ja, danke schön, Dr. Annegret Schilling, die uns ein wenig Einblick ermöglicht hat in diese Orientierungshilfe aus evangelischer Sicht. Ich hoffe, wir können das wirklich nachher noch ein bisschen vertiefen. Der letzte Punkt dazu, warum dies überhaupt notwendig ist, sich heute eben auch mit Pfingstbewegungen, mit pfingstlich-charismatischen Bewegungen auseinandersetzen, ist ja, dass wir in allen Kirchen sozusagen auch diese charismatischen Entwicklungen erleben, aber viel zu lange die Pfingstkirchen, das, was wir darunter verstehen, ignoriert haben. Gerade von katholischer Seite, die ich hier ja auch diese Kirche heute Abend nochmal mit vertrete, sehr deutlich, dass wir im europäischen Kontext hier zu wenig darauf geachtet haben und geguckt haben. Von daher freuen wir uns ganz besonders, dass wir in dem nächsten Statement sozusagen eine Binnenperspektive erleben, in diesem Miteinanderreden, was heute ja gut möglich ist. Ich möchte Ihnen den nächsten Referenten vorstellen. Dr. Sven Brenner ist Pfingstler, pfingstlicher Christ. Er hat seine theologische Promotion an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg angereicht, mit dem Thema die Pfingstbewegungen in Deutschland während der Zeit des Nationalsozialismus. Finde ich ein sehr spannendes Thema, das noch mal ein bisschen in die Geschichte hineingeht. Aber er ist nicht nur Wissenschaftler, sondern er ist Prediger der Gemeinde Gottes, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, und die wiederum zur Church of God Cleveland, Tennessee, USA gehört. Auch hier eine weltweite Anbindung. Er hat in den 2000er Jahren am Pentecostal Theological Seminar studiert und ebenso zeitgleich am Europäischen Theologischen Seminar. Nach unterschiedlichen Missionseinsätzen in Tansania, in Israel und in den Ländern des südlichen Afrika ist er seit 2004 auch Pastor des christlichen Zentrums Heidelberg-Leimen. Von 2012 bis 2015 war er Präsidiumsmitglied der Gemeinde Gottes und zuständiger Regionalleiter Region West, zu der das Saarland, die Pfalz und auch Nordbaden gehören. Sie werden es gleich auch ein bisschen an seinem Dialekt hören. Die Gemeinde Gottes, zu der sich das christliche Zentrum in Heidelberg zugehörig sieht, versteht ihren Dienst auch als soziales Engagement. Und hierzu gehören Initiierung und auch Unterstützung von Hilfsprojekten nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Serbien, wo es um Winterpakete gegangen ist, um Bildungsangebote geht. Sie sehen,
Pfingstgemeinden, die auch einen bestimmten Schwerpunkt auf soziales Engagement legen. Seit 2 Jahren gehört er dem Theologischen Ausschuss der Gemeinde Gottes Deutschland als Körperschaft des öffentlichen Rechts hier an. Herr Dr. Brenner bringt bei dieser Podiumsdiskussion die Innenperspektive, das Selbstverständnis aus einer in Deutschland ansässigen Pfingstkirche, einer Gemeinde hier mit ein. Und er hat mir in einem Vorgespräch gesagt, dass die Motive eines Wohlstandsevangeliums und auch die Frage der Dämonenaustreibung nicht in seine Gemeinde mit hineingehören. Damit wird schon deutlich, wie breit gefächert Pfingstgemeinden, Pfingstbewegungen verstanden werden können. Herr Dr. Brenner, wir freuen uns auf diese Innenperspektive. Ganz herzlichen Dank für die nette Einführung und ich möchte mich auch für die Gastfreundschaft und für die Einladung überhaupt bedanken. Um mal ein bisschen zurückzugreifen, ich bin in der Pfingstbewegung groß geworden, wie schon erwähnt wurde, in der Gemeinde Gottes, KDÖR. Aber als Kind wurde ich zum Beispiel noch den Begriff, ich weiß nicht, ob Sie mit dem was anfangen können, als Kind wurde ich in der Grundschule als Deckelbatscher bezeichnet. Deckelbatscher, das war so ein Synonym für Leute aus der Pfingstbewegung und der Gedanke dahinter war, dass man in den Gottesdiensten mit den Kochtöpfen praktisch enthusiastisch Musik macht in der Anbetung und Sektierer ist. Ich kann mich aber auch erinnern, wie von pfingstlicher Seite auch über die Landes- und Großkirchen gesprochen wurde und ich bin heute sehr dankbar, hier zu sein, dass wir im Gespräch sind und wie es auch schon angedeutet wurde, dass wir nicht bei Null anfangen, sondern dass es da auch schon ein Gespräch gibt, dass es auf lokaler Ebene sogar ein Miteinander gibt, Zusammenarbeit gibt, da werden wir nachher auch sicherlich noch drauf kommen. Ich stehe als Vertreter der Pfingstbewegung hier und hier fängt eigentlich schon das Problem an, denn vielleicht schauen manche aus der Pfingstbewegung zu und fühlen sich durch meine Anwesenheit jetzt überhaupt nicht vertreten. Für mich als Pfingstler selber die Pfingstbewegung zu beschreiben in einem kurzen Statement, das erweist sich als sehr schwer. Es hat sich ja schon gezeigt, die Pfingstbewegung, sie hat eine sehr fluide Struktur, sie lässt sich definitorisch nicht wirklich fassen. Man kann sie eher als eine historisch und gegenwärtige Verbindungen, ein konstituiertes Netzwerk verstehen. Es gibt klare Zentren, aber wenn man an den Rand geht, die Abgrenzung wird sehr schwierig. Und dann natürlich auch von der Geschichte her die unterschiedliche Entwicklung, was man dann oft als klassische Pfingstbewegung bezeichnet, dann die Charismatisierung und auch darüber hinaus, das macht das Ganze doch etwas sehr unübersichtlich. Global gesehen gibt es eigentlich keinen einen verbindlichen Ansprechpartner, das gilt auch für die deutsche Pfingstbewegung. Sicherlich gibt es den PFP, wie schon angesprochen wurde, den Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, der wirklich einen Großteil der Pfingstbewegung in Deutschland repräsentiert, aber eben, um das auch ganz deutlich zu sagen, nicht den Ganzen. Und da muss man eigentlich einfach das auch daran denken und im Kopf haben. Insgesamt, wenn natürlich eine Bewegung oder eine Sache nicht genau abgrenzbar ist, dann hat man auch festgestellt, besteht natürlich die Gefahr einer statistischen Überzeichnung. Es wurde viel diskutiert, wie groß ist die Pfingstbewegung überhaupt in Deutschland. Und für den PFP wurden schon Zahlen genannt mit ca. 65.000 Mitgliedern. Insgesamt in Deutschland, Jörg Haustein spricht von 70.000 bis 100.000. Paul Schmidtgall hat die Zahl von 300.000 ins Gespräch gebracht. Es gibt aber auch unrealistische Zahlen, in Anführungsstrichen, die gehen von bis zu 2 Millionen aus und es hängt natürlich damit ab, dass es schwer definierbar ist. Und da fehlt oft ein realistisches Bild überhaupt über die Größe. Es ist nicht nur die fluide Gestaltung, sondern es ist auch die theologische Vielfalt, die der Pfingstbewegung inhärent ist. Es wurde schon angedeutet,
und viele Kritikpunkte, die in dieser Orientierungshilfe auftauchen und die absolut von meiner Perspektive berechtigt sind, da würde ich selber sagen, da stehe ich voll dahinter. Das sind Themen, die werden innerhalb der Pfingstbewegung kontrovers diskutiert und da gibt es auch eindeutig die verschiedensten Meinungen und es ist wirklich eine absolute Breite und Komplexität. Positiv zu würdigen aus pfingstlerischer Perspektive ist absolut diese Orientierungshilfe, dass sie in Zusammenarbeit mit Leuten aus der Pfingstbewegung geschehen ist, dass nicht nur über die Pfingstbewegung gesprochen wurde, sondern mit ihr, es gab Beteiligung, das ist sehr positiv. Auch sehr positiv wird wahrgenommen die ökumenische Ausrichtung. Es wird die Pfingstbewegung, es hat nicht nur einen beschreibenden Charakter, sondern im letzten Abschnitt, es wurde ja schon angedeutet, gibt es auch klare Praxisempfehlungen für ein konstruktives Miteinander, das teilweise ja schon gegeben ist, aber es gilt praktische Schritte hin zu einer gelebten Partnerschaft, der natürlich dann auch in vielen Fällen sicherlich noch Taten folgen müssen. Pfingstbewegung in Deutschland, global betrachtet, wir haben schon gehört, circa ein Viertel der Christenheit zählt sich dazu. Wenn wir natürlich die deutsche Situation betrachten, dann müssen wir klar herausstellen, dass die Pfingstbewegung in Deutschland eigentlich eher unauffällig ist. Vor kurzem gab es Ökumene Akademie im Norden. Dort wurde die Zahl genannt von 0,6% von den 50% Christen in Deutschland gehören nur 0,6% einer pfingstlichen oder charismatischen Kirche an. Das ist natürlich gegenüber dem Viertel, der aus globaler Perspektive genannt wird, das ist natürlich ein gewaltiges Gefälle. Das hängt sicherlich auch mit der geschichtlichen Entwicklung zusammen. Schon der Start war ja mit gewissen Schwierigkeiten, so möchte ich das mal sagen, verbunden. Stichwort Berliner Erklärung. Die Berliner Erklärung 1909 in Berlin verfasste Resolution, in der aus der Gemeinschaftsbewegung heraus man sich damals von der entstehenden Pfingstbewegung distanzierte und auch als den Geist von unten bezeichnete. Aber es ist, glaube ich, nicht nur aus meiner Perspektive, ich habe über die Pfingstbewegung im Nationalsozialismus geforscht, es ist nicht nur die Berliner Erklärung, sondern auch zum Beispiel in der NS-Zeit. Durch die Repression, durch das NS-Regime hat man ganz bewusst pfingstliche Identität heruntergespielt. Das Thema Nüchternheit war ein riesiges Thema. Und von meiner Warte her, ich bin überzeugt davon, dass auch die NS-Zeit einen Großteil dazu beigetragen hat, dass die Pfingstbewegung in Deutschland im Vergleich zur globalen Ausprägung relativ nüchtern erscheint. Ich erlebe das immer wieder in Heidelberg, wir haben Studenten, die kommen auch in unsere Kirchengemeinde, die kommen aus dem globalen Süden und wenn sie zu uns kommen als Pfingstbewegung, dann fragen sie manchmal fast verwirrt schon nach, ob wir denn wirklich Pfingstbewegung sind, denn von der Art, wie wir unsere Frömmigkeit leben, erscheint es ihnen relativ flasch, so wie sie das gewöhnt sind. Und das zeigt auch schon deutlich, dass Pfingstbewegung wirklich eine Pfingstbewegung ist. Wie gesagt, ich komme aus der Gemeinde Gottes in Deutschland, KDÖR. In Deutschland entstand sie 1936, sie geht auf den Deutsch-Amerikaner Hermann Lauster zurück, der nach Amerika ausgewandert ist, dort in Berührung kam mit der Pfingstbewegung und als offizieller Missionar zurück nach Deutschland kam. Pfingstbewegung wird ja oft mit Geistesgaben und Geistestaufe ausschließlich in Verbindung gebracht. In unserer Theologie haben wir 5 pentekostale Fundamentalien. Wir sprechen von Bekehrung, wir sprechen von Heiligung, wir sprechen von Geistestaufe, wir sprechen von Heilung und wir sprechen von einer eschatologischen Naherwartung. Wenn man auf unsere Homepage geht, dann findet wir die Schlagworte, wir sehen uns als Gemeinde des Wortes, das heißt, wir haben das Anliegen, wir möchten gegründet sein im Wort. Wir sehen uns als Gemeinde des Geistes, also das Erfülltsein und das Leben mit und im Heiligen Geist ist für uns relevant. Wir sehen uns als der Gemeinde der Mission und das empfinde ich doch als einen sehr starken Punkt, brennen für den Missionsauftrag und aber auch Gemeinde der Heiligung, im Glauben wachsen und zunehmend.
Wie gesagt, ich selbst bin Pastor der Lokalgemeinde. Wir nennen uns Christliches Zentrum Heidelberg-Leimen. Und wir haben vor Ort Kontakt und arbeiten mit anderen Kirchen zusammen. Da können wir später noch etwas dazu sagen. Aber wichtig war mir wirklich nochmal deutlich zu machen, dass selbst für einen Pfingstler die Pfingstbewegung und Charismatisierung schwer zu fassen ist. Und dass wir da intern schon so heiße Themen und Eisen haben, dass es natürlich schwierig ist, von einer Außenbewertung zu kommen und nicht in die Falle einer Pauschalisierung zu treten. Und ich finde, das ist dieser Orientierungshilfe ganz gut gelungen, dass sie wirklich auf diese Unterschiedlichkeit hinweist und auch Kritik bringt, mit der wir uns als Pfingstbewegung natürlich in dem Maße, wie sie uns betrifft, auseinandersetzen müssen. Das ist ganz klar. Soweit von mir. Ja, vielen herzlichen Dank. Ein erster Einblick in eine Binnenperspektive, Selbstverständnis eines Pfingstlers. Ich bin fast geneigt zu fragen, was ist denn nun ein Pfingstler? Aber das können wir gleich vielleicht nochmal gucken. Zu der Frage der Komplexität eben genau dieser Phänomene gehört immer auch unser Bewusstsein, sozusagen eine Metaperspektive einzunehmen und etwas verstehen zu wollen. Wenn wir nämlich von außen drauf schauen, das ist etwas anderes, wie eine Binnenperspektive einzunehmen. Von außen betrachtet sieht vieles erst einmal undurchdringlich aus. Und von daher ist der Versuch heute, zumindest ein paar Linien zu ziehen, um zu sehen, über was reden wir denn eigentlich, über was sprechen wir. Und über was sprechen wir nicht nur hier in Deutschland, sondern über was sprechen wir auch in der weltweiten Situation. Von daher geht es jetzt einen Schritt weiter mit einem Statement eines weltanschaulich betrachtenden Menschen, der sozusagen eine Metaperspektive einnimmt. Eine Metaperspektive zu den Fragen, was ist denn eigentlich das Pfingstliche? Und wie können wir selber hierzu Auskunft geben? Was haben wir verstanden davon? Ich darf Ihnen unseren dritten Referenten heute Abend vorstellen. Das ist Herr Dr. Martin Fritz hier zu meiner Rechten. Er ist ordinierter evangelisch-lutherischer Theologe und hat an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg promoviert und sich habilitiert an der Augustaner Hochschule in Neuendettelsau, wo er heute auch als Privatdozent arbeitet. Das ist aber nicht der Grund, warum wir ihn hier heute eingeladen haben, sondern er ist seit 2 Jahren theologischer Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen und arbeitet zu Grundsatzfragen, Strömungen des säkularen und religiösen Zeitgeistes, zu Evangelikalismus und pfingstlich-charismatischem Christentum. Das heißt, er ist unser Fachmann aus der sogenannten EZW, der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen in Berlin, nämlich eine Auskunfts- und Beratungsstelle und eine Dokumentationsstelle der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands. Die EZW hat den Auftrag, eben genau diese Strömungen wahrzunehmen, zu verstehen und aus evangelischer Sicht einzuordnen. Und für diese Arbeit, für diese Tätigkeit haben wir ihn heute Abend eingeladen, diesen etwas kritischeren Blick auch noch mal zum einen auf die Orientierungshilfe zu werfen und zum anderen theologische Fragen vielleicht auch aufzuwerfen, über die wir hinterher auch ins Gespräch kommen können, denn das gehört zu einem wissenschaftlichen Diskurs hier miteinander dazu. Wir freuen uns, Herr Dr. Fritz, auf Ihre Perspektive. Ja, auch ich freue mich, hier zu sein, bedanke mich für die Einladung. Es ist eben schon angeklungen, meine Mission heute Abend ist gewissermaßen etwas Dissonanz in die dialogische Harmonie zu bringen, beziehungsweise die Dissonanzen, die es da womöglich geben mag,
zur Geltung zu bringen, weil wir bei der EZW, der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, jetzt mit vor allem mit auch problematischen Erscheinungsformen von Religionen verschiedenster Art zu tun haben, werde ich eben auch auf aus meiner evangelischen Sicht problematische Aspekte der Pfingstbewegung hinweisen. Dabei merken Sie schon, dass ich nicht eine besonders differenzierende Perspektive einnehme, sondern eher eine generalisierende, also die Pfingstbewegung. Ich versuche schon quasi Strukturmerkmale und Strukturaspekte, generelle Aspekte zu benennen, die so vermutlich auf wenige Erscheinungen komplett zutreffen, aber ich spreche Tendenzen an, Neigungen und bestimmte problematische Seiten dieser Tendenzen. Und ich tue dies aus Gründen der Zeitdisziplin und weil ich meine Herkunft als systematische Theologe nicht abstreifen kann, in Form von Thesen, 6 Thesen in 7 Minuten. Erstens, Christentum ist Geistreligion. Dieser einfache Satz hat 3 Pointen. Er sagt A, dass es in jeder Gestalt des Christentums um die Gegenwart des Heiligen Geistes geht. Der christliche Glaube richtet sich auf Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, der in seinem Sohn Jesus Christus zu den Menschen gesprochen hat. Aber seit Jesus nicht mehr auf Erden weilt, vergegenwärtigt sich der transzendente Gott durch seinen Geist, durch eine geistig-göttliche Kraft, die im Leben von Menschen wirkt. Christentum ist Geistreligion. Die 2. Pointe des Satzes ist B, dass der göttliche Geist im menschlichen Geist wirkt, im Herzen, der Seele, dem Gemüt, der Innerlichkeit des Menschen. Wer diesen Satz verneinen würde, würde behaupten, dass Gott gleichsam am Wesen des Menschen vorbei wirkt. Das wäre dann aber eben keine geistige Religion mehr, sondern Magie oder Zauberei. Die Folgefrage ist aber, wie dieses geistige Wirken näher verstanden wird. Mehr im Sinne ganz unscheinbar innerlicher oder intensiv erlebbarer oder gar wunderhaft sichtbarer Wirkungen. Christentum ist Geistreligion. Das besagt C, dass alle Formen von Christentum darin miteinander verbunden sind, dass sie von der geistigen Gottesgegenwart leben. Die je unterschiedliche Fassung der Geistesgegenwart begründet unterschiedliche Typen von Christentum, die zusammengehören wie unterschiedliche Geschwister einer Familie. Mit diesem zugleich von Verbundenheit und Differenz zwischen Geschwistern muss man auch im Gespräch zwischen kirchlichem Mainstream-Christentum, grob gesagt, und Pfingstchristentum umgehen. Und das schließt Streit nicht aus, wie in den besten Familien. These 2. Das Pfingstchristentum begreift sich in besonderer Weise als Geistchristentum, insofern es auf manifeste, handgreifliche Erweise der Geistesgegenwart abhebt. Der Heilige Geist erweist seine Gegenwart dabei a. im religiösen Leben, in bestimmten religiösen Erlebnissen, zum Beispiel besonderen Erlebnissen der Geisterfülltheit wie der Zungenrede. Der Heilige Geist erweist seine Gegenwart B im allgemeinen Leben, etwa in Heilungswundern oder überhaupt im wundersamen Gelingen des Lebens und schließlich C in der ethischen Heiligung des Lebens, also in der Durchformung der frommen Person gemäß dem Willen Gottes, bis hin, teils wird das so gesehen, zur völligen Überwindung der Sünde. Diese verschiedenen Gestalten der manifesten Geistesgegenwart begründen wiederum hunderte verschiedene Arten von pfingstlich-charismatischem Christentum. These 3. Der forcierte ethische Heiligungsanspruch, ich gehe jetzt diese 3 genannten Momente der Geistesgegenwart von hinten nochmal durch, also der forcierte ethische Heiligungsanspruch trägt in sich die Gefahr, und jetzt wird es kritisch, A, der Werkgerechtigkeit. Er droht, die Gottesbeziehung von der eigenen Heiligungsleistung abhängig zu machen, statt sich ganz der Gnade Gottes anzuvertrauen. Der Heiligungsanspruch droht dabei B, einen psychischen Heiligungsdruck aufzubauen, an dem Menschen schwer leiden können. Mit dem Heiligungsanspruch drohen die frommen Subjekte außerdem C, in einen Heiligkeitsstolz, in religiöse Überheblichkeit zu verfallen, nach Luther die schwerste Sünde überhaupt. Oder D, in religiöse Scheinheiligkeit, und das ist auch nicht schön.
Durch seine biblizistische Grundierung tendiert der Heiligungsanspruch ferner zu einem traditionalistischen Rigorismus in der Ethik. Also zum Beispiel wird rigoros in aller Regel die Homosexualität als Sünde abgelehnt. Er befördert schließlich die Neigung zu einer dualistischen Weltsicht. Hier die Heiligen, die im Geist leben, draußen die gottlose Welt, in der womöglich der Teufel und die Dämonen regieren. Der Dualismus wiederum begünstigt eine antistaatliche und antigesellschaftliche Grundhaltung, einen antistaatlichen Affekt, der ein produktives Mitwirken am Wohl von Staat und Gesellschaft behindert. These 4. Die Ausrichtung an einem wunderhaften Gedeihen des eigenen Lebens in der Kraft des Geistes tendiert dazu, die bleibende Gebrochenheit und Gottferne des Lebens auszublenden. Es drohen dann schwere Enttäuschungen und der Selbstvorwurf, selbst einfach nicht genug zu glauben, nicht vollständig im Geist zu leben, wenn nicht alles ganz so rund läuft im Leben wie verheißen. Außerdem droht das Wohlstandsevangelium den Glauben völlig für egoistische und äußerliche Lebenszwecke zu instrumentalisieren und es damit an Ehrfurcht vor dem Heiligen gerade fehlen zu lassen. These 5. Die Ausrichtung auf pneumatische Sondererfahrungen, auf außerordentliche Erlebnisse der Ergriffenheit vom Heiligen Geist steht in der Gefahr, den menschlichen Anteil in der religiösen Erfahrung zu unterschlagen und damit für unmittelbar göttlich zu halten, was womöglich zutiefst menschlich ist. Manche Geisterlebnisse sind von psychischen Erregungen des menschlichen Geistes nur schwer zu unterscheiden. Es könnte sich oftmals um Resultate frommer Suggestion handeln. Damit ist die Gefahr verbunden, dass die Frömmigkeit durch eine entfesselte religiöse Fantasie auf Abwege gerät. So zum Teil derzeit zu beobachten in apokalyptischen Gegenwartsdeutungen. These 6. Mit alledem ist ein Gesamtproblem berührt am Pfingstchristentum, das meines Erachtens, und das ist eigentlich meine Hauptkritik an der Orientierungsschrift, an der ich auch übrigens mitgewirkt habe, aber trotzdem Kritik. Also das Gesamtproblem des Antimodernismus, der Aufklärungsfremdheit oder gar Feindlichkeit, die es im Pfingstchristentum häufig zu beobachten gibt. Die unmittelbare Gegenwart des Geistes kann nur annehmen, wer die moderne Einsicht ausblendet, dass all unsere Erfahrung kulturell vermittelt ist, dass sie durch bestimmte kulturelle Prägungen des Subjekts geformt ist. Das Pfingstchristentum pflegt eine eigene Kultur der Gottunmittelbarkeit. Das ist seine innere Paradoxie, denn Kultur ist eben menschliche Prägung und Gemachtheit das Pfingstchristentum, da wird eine Kultur gepflegt, die eine vorgibt, gewissermaßen im Erleben irgendwie unmittelbar oder in bestimmten Wirkungen unmittelbar des Göttlichen habhaft zu werden. Zugangsbedingungen zum Pfingstchristentum scheint es zu sein, das ist meine Außenperspektive, diese Paradoxie, also die Gemachtheit der vermeintlichen Gottunmittelbarkeit auszublenden. Das aber ist für viele europäische Christen unserer Zeit eine unüberwindbare Schwelle zum Pfingstchristentum. Und daher auch meine Prognose, dass das Pfingstchristentum jedenfalls in diesen moderne, fremden Gestalten in Europa eine marginale Gestalt bleiben wird. Danke sehr. Viele Anfragen. Das macht ein Podium nachher lebendig, hoffe ich, weil es gibt viele Themen, die hiermit angesprochen worden sind, die wir ein Stück vertiefen müssen. Vielen Dank. Wir haben eine Metaperspektive eingenommen und es geht weiter mit unserem vierten Referenten und damit eben auch eine Erweiterung unserer eigenen Sicht raus aus Europa hin nach Lateinamerika, besonders nach Brasilien. Ich begrüße einen katholischen Kollegen hier auf dem Podium, Dr. Leandro Luiz Bedin Fontana. Katholischer Theologe, Sie stammen aus Südbrasilien, soweit ich weiß,
Sie haben dort auch Lizenziat in Philosophie erworben und katholische Theologie an der Päpstlichen Katholischen Universität in Porto Alegre studiert. Seit 2009 lebte Dr. Fontana mit Unterbrechungen hier in Deutschland. Seine Dissertation in systematischer Theologie hat er zusammen an der Goethe-Universität hier in Frankfurt und an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen, also der Jesuiten-Universität, hier gemacht. Und er arbeitet heute als wissenschaftlicher Referent am Institut für Weltkirche und Mission, das ebenfalls in St. Georgen hier angesiedelt ist. Und das ist ein Institut der Deutschen Bischofskonferenz. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Pentekostalismus, besonders aus der Perspektive des globalen Südens. Wie sollte es anders sein? Wir haben hier einen Fachmann, der auch aus diesen Bereichen eben kommt. Wir wollten genau diese Perspektive hier mit auf diesem Podium mit einbinden. Denn wir haben eben ja schon erlebt, wie komplex dieses gesamte Phänomen ist. Und über eins zu sprechen, bedeutet nicht, über die anderen zu sprechen. Sodass wir uns jetzt freuen, genau diese Perspektive hier auch noch zu hören und mit einbinden zu können für unsere gemeinsame Diskussion. Gemeinsam ist, das, was ich jetzt hier schon herausgehört habe, ist das Vermeiden von diesen ganzen Pauschalisierungen. Es braucht Differenzierung und es braucht den genauen Blick hinzuschauen. Ich habe in den Vorbereitungen Sie auf einem Podium erlebt, das vor 2 Jahren wegen Corona eben auch digital gelaufen ist. Das hieß Religion macht Politik. Das ist ein spannender Begriff. Man kann das Ganze als Satz hören mit Subjekt und Prädikat und Objekt. Man kann es aber auch hören mit 3 Subjekten, indem man den Begriff der Macht großschreibt. Religion macht Politik. Ich glaube, ein wenig wird etwas aus dem brasilianischen Kontext gleich nochmal deutlich werden. Ich hoffe es zumindest, ansonsten werden wir es ein wenig vertiefen noch in dieser Form, weil wir hier auch etwas zu hören bekommen über Megachurches, pentekostale Megachurches mit einem, ja, nochmal neuen Begriff des Evangelikalismus. Das haben wir im Vorfeld in unserem Vorgespräch so auch nochmal deutlich formuliert. Hier kommt neben dem Begriff des Pentekostalismus auch noch der Evangelikalismus mit hinein. Vielleicht können Sie das auch noch kurz erklären, ansonsten machen wir es gleich in der Diskussion. Ich freue mich drauf. Auch meinerseits ganz herzlichen Dank ans Haus am Dom in der Person vom Herrn Lorenz. Es freut mich sehr, hier dabei zu sein und ich freue mich auf die Diskussion. Der Kürze der Zeit wegen werde ich mich auf 4 Punkte, nicht Thesen, sondern Punkte beschränken. Erste, was ist Pentekostalismus? Zweiter, die Konstruktion des Pentekostalismus. Dritter, die Demokratiegefährdung. Und vierte, kritische und immunisierendes Potenzial des Pentekostalismus. Erster Punkt, was ist Pentekostalismus? Die Orte, an denen wir nach dem Pfingstchristentum zu suchen haben, sind nicht ausschließlich die Pfingstkirchen oder Bezeichner wie Pentekostalismus. Dass zum Beispiel in Lateinamerika die Bezeichnung Pentekostal kaum Relevanz besitzt, gesellschaftlich wie politisch, ist auffallend und zugleich bezeichnet. Pfingstchristinnen ziehen häufig vor, mit der Bezeichnung Evangelikos zu operieren, also Evangelikale. Dass dies ebenso kontingent, das heißt zufällig vielleicht, wie auch beabsichtigt und medial konstruiert ist, weist auf die Problematik der Nomenklatur hin. Und hier komme ich zu meinem zweiten Punkt. Die Konstruktion des Pentekostalismus. Die Öffentlichkeit oder die politische Arena
wörtlich verstanden als Ort des Kampfes, dienen als entscheidende Plattformen dem Ziel, diese Selbstbezeichnungen mit Bedeutung zu füllen. Denn die Politik ist nicht einfach nur ein Ort, wo die verschiedensten Pfingstkirchen repräsentiert werden. Vielmehr wird auf der politischen Bühne performativ inszeniert, was Pentekostalismus zu bedeuten hat. Soweit alles völlig legitim, das machen auch Politiker. Doch just an dieser Stelle tritt eine Reihe von Schwierigkeiten auf. Erstens stellt man zunehmend fest, dass sich weltweit eine pastoral-politische Elite herausbildet, die für sich die Deutungshoheit beansprucht, nicht nur Pentekostalismus oder Evangelikalismus bestimmen zu wollen, sondern auch das Christentum und letztlich die Gesellschaft als Ganze. Zweitens ist beispielsweise ein innerer Zusammenhang zwischen Pentekostalismus bzw. Christentum und dem Neokonservatismus, wie dies von manchen Pfingstpolitikerinnen vertreten wird, keineswegs zwingend. Auch unter Pfingstkirchen, und dies macht auch die Orientierungshilfe deutlich, gibt es beispielsweise links ausgerichtete Politikerinnen oder gendersensibel Aktivistinnen. Daher plädiere ich für eine Entkopplung zwischen Rechtskonservatismus und Pentekostalismus und lenke damit die Aufmerksamkeit vielmehr auf eine weitere politische Akteurin, nämlich die neue politische christliche Rechte. Darauf kann ich aber in diesem Zusammenhang nicht nur hinweisen und komme somit zu meinem dritten Punkt, Demokratiegefährdung. Vor diesem Hintergrund stellen Pfingstkirchen per se meines Erachtens kein reales Risiko für die Demokratie dar. Im Gegenteil, und das ist auch belegt, trugen sie mit zu einer Demokratisierung der Demokratie bei. Darauf können wir später nochmal eingehen. Und im Übrigen auch eine Demokratisierung der Religion, wobei Demokratisierung hier vor allem Prozesse der Enthierarchisierung oder Entelitisierung bedeutet. Und damit komme ich zu meinem vierten und letzten Punkt, nämlich zum kritischen und immunisierenden Potenzial des Pentekostalismus. Die Taufe des Heiligen Geistes mitsamt den damit verbundenen Techniken der Selbstdisziplinierung lösen im Individuum zwangsläufig einen Subjektivierungs- oder Subjektwerdungsprozess aus. Menschen erleben sich dadurch zum ersten Mal in ihrem Leben als würdevolle, daseinsberechtigte Menschen. Das hört man immer wieder aus Zeugnissen heraus. Sie erfahren sich nicht nur als handlungsfähig, sondern auch als Subjekte ihres Handelns. Soweit nichts Neues. Das ist letztlich nicht mehr als das Programm der Moderne selbst. Wenn aber Gläubige zum Beispiel aufgefordert werden, im Glauben Schlangen anzufassen, Gras oder Ameisen zu essen oder alles Geld, was sie haben, Gott aufzuopfern, dann vollzieht sich ein dreifacher Vorgang aus meiner Sicht. Erstens wird die Unterwerfung, die ja immer mit Subjektivierung einhergeht, verstärkt, und zwar eine Unterwerfung allein unter Gott im Glauben. Zweitens dienen übernatürliche Phänomene als Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes, als sozusagen Vergewisserung. Und drittens werden auch neue Epistemologien produziert, also neue Welten imaginiert. Einerseits eignet sich das singuläre, postmoderne Individuum hierdurch ein Wissen an, das Körper und Seele durchdringt und einen existenziellen Stellenwert bekommt, also nicht nur einen kognitiven. Andererseits macht aber gerade dieser Vorgang diese Subjekte gleichsam immun gegen andersartige Epistemologien, mit der Folge,
dass etwas wie eine Orthodoxie, also eine Rechtsgläubigkeit, entkoppelt von Autoritarismus kaum möglich scheint. Ich komme jetzt zum Schluss. Je weniger aber pfingstliche Akteurinnen auf Augenhöhe als Gesprächspartner anerkannt werden, desto höher steht die Chance, dass sie sich mit beispielsweise der neuen Rechte oder mit rassistischen oder menschenfeindlichen Gruppierungen verbünden. Das scheint mir im Übrigen eine der Botschaften der Orientierungshilfe zu sein, die hier an dieser Stelle nur zu loben gilt. Doch erlauben Sie mir es ein wenig jetzt am Schluss zuzuspitzen. Die meisten Pfingstkirchen scheinen, vor allem in globalem Süden, weder finanziell noch intellektuell vom sogenannten Westen abhängig zu sein. Dies dreht gewissermaßen die bestehenden Machtverhältnisse um und führt uns vor Augen, wie sehr man möglicherweise auf diesen Dialog angewiesen ist. Vielen Dank. Mit dieser Perspektive haben wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus der Komplexität unseres Themas erlebt. Ich würde gerne zu Beginn unserer Diskussionsrunde hier eine vielleicht provokante Frage stellen wollen, über die wir hier miteinander auf dem Podium in Diskussion eintreten können. Hat die sogenannte europäische Theologietradition ihr Alter erreicht und erleben wir hier eine Emanzipation über die sogenannten pfingstlich-charismatischen Kirchen? Oder andersrum gefragt, haben wir in der Theologie die Pneumatologie zu stark unterschätzt? Jetzt ist es offen. Annegret, du hast schon genickt. Na, es sind ja zwei Fragen in einer verpackt. Ja. Also zur letzten ist sicherlich ganz eindeutig, die Pneumatologie ist so ein bisschen das Stiefkind der Dogmatik, jedenfalls eher erst im 20. Jahrhundert nochmal ganz stark auch nochmal entdeckt und wieder belebt, aber sicherlich nicht das Feld, wo sich christliche Theologen ähnlich wie in der Schöpfungslehre oder in der Christologie jetzt mal schnell auskennen würden, sondern bei der Pneumatologie muss man immer noch mal so eine Wendung drehen. Und ich denke, das ist genau das, wo wir und wo es ja auch in der Orientierungshilfe darum geht, wir uns gemeinsam mit Pfingstkirchen ja noch mal auf die Frage einlassen können, wie die Kraft des Heiligen Geistes wirklich auch wirkt und welches Wirken wir ihr selber eben auch zuschreiben. Das wurde ja schon auch jetzt gerade angedeutet, das ist eben nichts etwas, was ich dann jetzt einfach im Wirken Gottes jetzt eins zu eins übersetzen kann, sondern das Wirken des Heiligen Geistes ist eben auch nicht wirklich zu greifen. Also in der Weise, die Pneumatologie ist sicherlich etwas, an der wir noch weiter auch zu arbeiten haben. Mhm. Ich beginne jetzt erstmal nur mit dem letzten und die anderen können ja auch noch mal was zum ersten Teil der Frage sagen. Ja. Ich würde es gern weitergeben. Wie sehen Sie es aus pfingstlicher Perspektive? Sicherlich können wir voneinander lernen, aber ich spreche jetzt mal für die Pfingstbewegung. Ich sehe da schon eine gewisse Asymmetrie auch im ökumenischen Dialog, weil ich sage mal, die deutsche Pfingstbewegung muss eigentlich theologisch sprachfähiger werden im deutschen Sprachraum, weil in der deutschen Pfingstbewegung, wir haben kaum oder fast keine hochqualifizierten Theologen. Also wir müssen selbst mal an der Pneumatologie arbeiten auf theologischer Ebene und es überhaupt mal reflektieren. Und meistens, wenn man im Gespräch ist, dann wird ja von der einen Seite eine theologische Reflexion auf einer höheren Ebene gebracht und wenn es um die Pfingstbewegung geht, dann schaut man dann nur die Basistheologie an, wenn wir keine andere haben, oder schaut dann auch die soziologische Wirklichkeit an. Meistens geht es ja um die Frage, wie wird denn das in der Pfingstbewegung gelebt? Also der Auftrag an uns als Pfingstbewegung ist eigentlich mal theologisch sprachfähiger zu werden, denn es gibt ja pfingstliche Theologie, nur die hat, sage ich mal, einen Bogen um Deutschland gemacht. Die wurde von Deutschland interessanterweise, warum auch immer, kaum rezipiert. Und da besteht jetzt aus meiner Perspektive unsere Hausaufgabe.
Dr. Fontana? Ja, vielleicht würde ich den Schritt wagen, eine Entkopplung vielleicht zwischen Theologie und Religion. Ich glaube, gerade im katholischen Kontext gibt es so diese Verbindung, sehr starke Verbindung zwischen Theologie, theologischen Diskurs, akademischen Diskurs und eine religiöse Wirklichkeit, also ein Wissen, das auch in der Religion weitergetragen werden wird. Und da ist die Frage, ob tatsächlich Religion davon lebt oder nicht viel mehr vom Tun, also von Praxen. Und hier nehme ich wahr, dass wir in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht Jahrhunderten viel von einer neuscholastischen Theologie geprägt sind, also mit Begriffen, mit theologischen Konzepten. Aber das kommt, also das ist meine Rückfrage, kommt das tatsächlich bei Menschen, normalen, gläubigen Menschen an? Macht das Sinn oder ist es tatsächlich relevant? Alle unsere Diskussionen. Und mit der Pfingstbewegung, so ist meine Wahrnehmung, findet eine, in der Wissenschaft oder in der Pentekostalismusforschung, sprechen wir von einer Indigenisierung des Christentums statt. Damit meinen wir vor allem die Bewegung, also theologische Begriffe mit alltäglichem oder gängigen Wissen zu verknüpfen und Artikulationen in dem eigenen kulturellen Kontext auszusprechen und durchzuleben, durch Praxis, nicht durch Spekulation. Und hier gibt es so eine Art Kampf der Zivilisationen, also die etablierten Kirchen, die damit zu kämpfen haben, weil auf einmal Dinge auftauchen, die nicht mit dem Christentum vereinbar sind. Und da haben Sie völlig recht, Herr Fritz. Also das ist wirklich, also gewisse Praxen und auch gewisse Glaubensaussagen sind nicht mit dem Christentum vereinbart, aber die Menschen beanspruchen das. Also das ist halt Christentum, weil das halt mit dem eigenen Leben, mit dem Sinn vereinbar sind. Und vor allem, und hier das letzte Punkt vielleicht erstmal, für das harte Leben Bedeutung geben. Also ich spreche wirklich aus dem globalen Süden. Also hier gibt es auch natürlich hartes Leben, aber aus Slums, Favelas, aus Armutsverhältnissen. Also wenn eine Kriegsführungstheologie, also eine Dominion Theology, eine Prosperity Theology mir hilft, dann ist das sinnvoll und nicht vielleicht ein theologisches Dogma. Und ich glaube, hier findet in der Geschichte zum ersten Mal diese Auseinandersetzung oder vielleicht diese Entkopplung zwischen Theologie, theologischen Diskursen und Begriffen und Lebenswirklichkeit. Nicht, dass es zuvor nicht gegeben hat, aber vielleicht hier ist krasser. Und vielleicht nochmal unsere vielleicht europäische Vorstellung oder Fortschrittsglauben. Das heißt, in der Theologie und in Religion gibt es eine Entwicklung und wir können nicht mehr zurück. Aber ich frage auch zurück, was ist denn diese Entwicklung? Gibt es nicht ein Zurück? Ist die Geschichte wirklich linear nach vorne? Und ist das auch das, was heute geschieht, vergleichbar mit dem, was geschehen ist? Also das sind die ersten spontanen Einfälle zu dieser Frage. Ich würde auch erst gerne zur zweiten Frage, zur Pneumatologie, was sagen. Da wird ja in der Orientierungsschrift auch eine Wiederentdeckung der Pneumatologie angemahnt, beziehungsweise an eine Wiederentdeckung im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also vor allem Moltmann und Michael Welker werden da genannt, daran erinnert. Und diese Erinnerung ist für sich schon sprechend, glaube ich, weil diese Wiederentdeckung meines Erachtens ein Strohfeuer war. Also das haben schon ein paar Leute gelesen und es war natürlich Moltmann und war eine Zeit lang im Gespräch, aber es war auch jetzt nicht, war kein Bestseller von ihm, das Pneumatologiebuch.
Und das hat Gründe. Also, und zwar daran, dass die Pneumatologie eigentlich, es hat noch nie eine anspruchsvolle Pneumatologie irgendwo gegeben, meines Erachtens. Denn die Pneumatologie ist immer ein Anhängsel anderer, also traditionell in der Theologiegeschichte eigentlich ein Anhängsel anderer Lehren. Das fängt meines Erachtens schon in der Trinitätslehre an, dass überhaupt der Geist Teil des Trinitätsdogmas wird, ist so ein bisschen zufällig. Man weiß gar nicht so genau, warum er da reinkommt. Und dann hat er da auch eine recht unselbstständige Rolle, dann bei Augustin als Vinculum zwischen Vater und Sohn, also auch da etwas Abhängiges. So ist es dann auch in der Christologie, es gibt Geist-Christologien, aber es ist eben ein Bestandteil der Christologie da und so weiter. Es ist in der scholastischen Gnadenlehre, sind pneumatologische Momente, weil das Gnadenwirken, die eingegossene Gnade ist ein Geistwirken, wird in der Metaphorik des Gießens, des Flüssigen. Aber es gibt, ich wüsste nicht in der traditionellen Theologie irgendeine eigenständige Dogmatik, Pneumatologie. Und das hat sich alles noch verkompliziert durch den deutschen Idealismus, in dem es anspruchsvolle Begriffe bei Hegel zum Beispiel, des menschlichen Geistes im Widerspiel mit dem Absoluten und so. Das ist ein unglaublich komplexes, anspruchsvolles Gebiet. Ich sehe überhaupt niemanden, der imstande wäre, sowas vernünftig zu bearbeiten. Das zum einen, deswegen, ich glaube, wir brauchen mehr Pneumatologie, aber als Lehrstück, ich sehe das überhaupt nicht, wo das herkommen soll. Mhm. Also als Motiv, ja, das Wirken des Geistes, irgendwie religiöse Erfahrung, religiöses Erleben, das alles natürlich, aber eine Pneumatologie jetzt im lehrhaften Sinne wird es so schnell nicht geben, glaube ich. Die andere Frage, Emanzipation von der europäischen Theologie, es ist so. Also ich sehe das so, ich bin jetzt kein Kenner der angloamerikanischen Pfingsttheologie, da gibt es sicher anspruchsvolle Werke und anspruchsvolle Theologien. Aber meine Frage ist, die ich nicht beantworten kann, ob das nicht dann eben auch, ob in dieser quasi Verwissenschaftlichung des Pfingstlichen, ob da nicht eigentlich schon eine Transformation drin steckt, die aus dieser Unmittelbarkeitsfeier, die meines Erachtens zum Wesen des Pfingstlichen dazugehört, eigentlich schon etwas anderes macht. Es schließt sich vielleicht eine zweite provokante Frage an, nämlich die Frage nach dem, was man so in einzelnen Epochen eventuell als Gottesfrage gestellt hat. Ich erinnere mich, dass wir vor circa 1000 Jahren die theologische Frage drin hatten, warum wurde Gott Mensch? Das ist eine völlig theoretische Frage. Es hat aber Menschen bewegt zur damaligen Zeit, zumindest die Theologen hat es bewegt und hat zur theologischen Diskussion enorm angeregt dazu. Ist heute eher die Frage, wie kann Gott in dieser Dreifaltigkeit, in dem Vater, in dem Sohn und besonders auch im Heiligen Geist in meinem Leben ganz konkret erfahren werden? Ist das der Punkt, wo sozusagen wir als etablierte Kirchen, und jetzt würde ich mal die klassischen Pfingstkirchen hier bei uns in Deutschland oder auch in Europa mit einbeziehen wollen, ist das der Punkt, wo wir noch keine Antworten drauf haben, wo aber die Pfingstkirchen jetzt im globalen Sinn gesprochen, Dr. Fontana hat es ein bisschen aus dem globalen Süden heraus nochmal angesprochen, wo da einfach die Erfahrbarkeit Gottes nochmal das Element ist, was ja sozusagen gefragt wird. Wie kann Gott in meinem Leben erfahrbar gemacht werden? Gehört dort eventuell auch die Frage nach der Bekehrung mit rein? Braucht es deswegen die Bekehrung darin? Braucht es deswegen dieses Element, dass das diesseitige Leben hier auch so etwas wie eine Bewährung ist, indem ich Gott in meinem Leben sehr deutlich erfahre? Also diese ganz andere Fragestellung heute, wie wird Gott konkret in meinem Leben erfahrbar? Ist das etwas, was Pfingstkirchen, was die charismatischen Pfingstkirchen hier ausmacht?
nochmal versuche ich aus dem globalen Süden vielleicht eine Perspektive einzubringen. Also ich nehme wahr, dass Religion für viele Menschen vielleicht, vor allem in diesem Kontext, als sozusagen Luxus angesehen oder wahrgenommen wird. Also ich kann auch in die Kirche gehen, das fehlt mir nicht. Und ich würde eher von der Perspektive jetzt ausgehen, um meinen Punkt zu machen hier, dass Menschen Religion eher aus Bedürfnis herangehen und zweitens, dass was Menschen motiviert, überhaupt religiös zu werden, sind halt die Lebensbedrängungen, Notsituationen und so weiter. Ich will nicht jetzt Religion auf Kontingenz, Verminderung, Bewältigung jetzt reduzieren, aber ich glaube, dieses Tun und diese Suche, diese existenzielle Suche, die ist lauter als vielleicht die Erfahrung Gottes selbst. Und davon würde ich ausgehen. Also das zunächst einmal, also ich habe die brasilianische Realität vor Augen. Anfang des 20. Jahrhunderts waren 25% der Bevölkerung in den Städten und 75% auf dem Land. Durch die Modernisierungsprozesse ist das umgekehrt heute. Also 75% der brasilianischen Bevölkerung wohnt in den Städten. Die Großstädten sind dermaßen chaotisch, dass die Menschen wirklich in unwürdigen Lebensbedingungen leben. Die katholische Kirche ist nicht mehr vertretbar in diesen Gebieten. Menschen kennen sich nicht, die sind anonymisiert. Die kommen aus allen möglichen Gebieten Brasiliens. Da fehlt selbstverständlich Vernetzungen, Unterstützung, emotionale, psychologische Unterstützung. Da sind die Pfingstkirchen da. Die Evangelikalen sind da. Die sind vernetzt, die haben eine soziale Sicherheit. Aus dieser Not heraus, so nehme ich wahr, kommen die Menschen zu diesen Kirchen und finden auch da Unterstützung, emotionale, finanzielle, auch für Arbeitslosen und vor allem theologische, vielleicht theoretische, was auch immer. Also diese Subjektwerdung, die ich angesprochen habe, also diese Würde überhaupt hier sein zu dürfen auf dieser Welt, die nicht selbstverständlich für sie ist, ist da und das gibt Halt im Leben. Und dann klar, es kommt vielleicht deine Erfahrung Gottes, aber die würde ich nicht jetzt runterspielen aber auch, und nicht unterordnen, aber die kommt vielleicht damit einher. Und von daher, also Ihre Frage, was ist die Gottesfrage heute? In der Pentekostalismusforschung gibt es eine bekannte Autorin, Ruth Marshall, und die hat 2009 war ihr Buch, einen Satz geprägt, also der Zulauf des Pentekostalismus ist vor allem auf drei Krisen zurückzuführen, eine ontologische, und hier ist diese existenzielle Krise, auf eine moralische, also wir leben in Unsicherheit, was ist jetzt moral vertretbar, was ist, und eine epistemologische Krise. Darauf bin ich auch eingegangen. Ich glaube, das sind die Krisen, die heutzutage die Menschen beschäftigen. Und da bietet Pentekostalismus, wie auch immer, wenn auch nicht mit unseren theologischen Vorstellungen vereinbart, eine mögliche Antwort. Herr Dr. Brenner. Ich möchte vielleicht noch anmerken, dass
die Erfahrung ja nicht einfach um der Erfahrung willen da ist, sondern dass die in der Pfingstbewegung ja eigentlich eine Absicht hat. Also der Kern der Pfingstbewegung für mich war ja eigentlich immer der missionarische Impetus, angelehnt an die Apostelgeschichte. Wir haben den Missionsauftrag, wir möchten das Evangelium bis an die Enden der Welt tragen und deswegen brauchen wir auch dieses Pfingsterlebnis. Also Erfahrung ist ja eigentlich, zumindest aus klassischer Perspektive, ist ja nur Zurüstung zum Dienst. Und das ist ja vielleicht auch sogar das Problem dann für uns selber, dass gewisse Erfahrungsbetontheide eigentlich nur der, sag mal, der geistlichen Weltnis dienen und eigentlich nicht unserer Theologie entsprechend. Wir sagen ja eigentlich, die Geisterfahrung soll ja eigentlich bevollmächtigen und zurüsten. Geistestaufe ist ja eigentlich dazu da und in den Anfängen der Pfingstbewegung war das ganz konkret. Die dachten ja, die Zungenrede, das ist nicht jetzt Glossolalie einfach, sondern das ist Xenoglossie. Das heißt, durch den Geist werde ich befähigt, eine fremde, von mir nicht gelernte Sprache zu sprechen. Und die ersten Pfingstmissionare, die sind ja voller Enthusiasmus da rausgereist mit Schiff und Pferd und weiß ich was. Und es hat sich dann irgendwann die Ernüchterung eingestellt, weil man dann gemerkt hat, ja irgendwie, man muss die Sprache doch lernen. Also so einfach geht es nicht. Und das war eigentlich so die Grunderfahrung. Das, aus der Ecke kommen eigentlich wir. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt eingehen, den Sie von Ihrer Profession her nochmal mitbringen, nämlich von der Praxis her, Menschen melden sich bei den Weltanschauungsbeauftragten, zu denen ja auch Dr. Lorenz hier von katholischer Seite gehört. Die evangelischen und katholischen Kollegen arbeiten ja hier eng auch zusammen. Könnten Sie uns einfach mal so ein bisschen Einblick geben, auch in die Fragestellung, was kommt bei Ihnen sozusagen auch an Problemanzeige an? Also ich habe noch nicht Dutzende von Fällen gehabt, aber ein paar. Die Weltanschauungsbeauftragten in den Ländern haben, also in den Landeskirchen, beziehungsweise hier jetzt in den katholischen Bistümern, haben da noch etwas mehr den direkten Kontakt. Aber ein paar Mal ist mir das Pfingstchristentum schon in Anfragen begegnet. Zum einen die Heilungsfrage. Also, dass Menschen anrufen und sagen, sie sind krank, lange krank und haben da jetzt von der Gemeinde gehört, da kann man hingehen und wird geheilt. Kann man das machen oder kann man dem trauen oder lieber nicht? Also das war mal ein Anruf und das ist dann auch gar nicht so leicht, darauf zu reagieren, aber natürlich. Denn wenn es helfen würde, dann würde ich das der Frau ja wünschen, aber ich mache dann natürlich darauf aufmerksam, dass damit auch gewisse Enttäuschungserfahrungen verknüpft sein können mit dieser Hoffnung, die dann zum Teil, ich habe mir dann auch ein paar solche Heilungsgemeinden angeschaut, da wird schon auch ziemlich Schindluder damit getrieben, mit dieser Erwartung. Also da wird dann sehr schnell eine Heilung erklärt, wenn jemand sagt, ich habe Schilddrüsenkrebs gehabt oder ich, und so und dann auf der Bühne wird man dann gefragt, und tut sich schon was? Und dann, ja, ich spüre da ein Kribbeln und dann wird es schon als Heilung gefeiert. Und dann geht die Dame vielleicht nach Hause, also wahrscheinlich, und lässt sich, wenn es gut geht, doch untersuchen und wird dann feststellen, dass es damit dann doch nicht so weit her war. Also das ist das eine Feld. Es kommt hier in Deutschland, es gibt solche Gemeinden hier. Ich kann es auch nicht beziffern, aber also da ist das Heilungsbusiness sozusagen, ist ein kritisches Feld. Dann ein anderer Fall war tatsächlich in dem Fall aus der charismatischen Bewegung in der katholischen Kirche. Da rief jemand aus Oberfranken an und sagte, es habe jemand an ihr, also ein Priester, an den sie irgendwie geraten war, habe an ihr, ohne sie zu fragen, einen Fernexorzismus ausgeführt, weil sie irgendwie einen Routengänger bei sich zu Hause hatte. Und er seitdem überzeugt war, dass also in ihrem Haus jetzt Dämonen wohnen und sie davon befreit werden müsse. Also hat er einen Exorzismus an ihr vollzogen. Das hat er ihr danach erzählt und seitdem hatte sie Angst vor Dämonen.
Also das war auch nicht produktiv, diese Begegnung, und hat sich dann mit Rat an uns gewandt. Und das war auch, das stellt sich raus, also es war ein Priester, der da schon in dem Bistum quasi auf der schwarzen Liste stand und dem diese Exorzismen schon untersagt worden waren, aber er hat halt quasi privat immer noch so nebenbei dieses Geschäft weiter betrieben. Also das ist so eine problematische Erscheinung. Eine andere ist, hat mich meine Studentin angerufen, sagt, sie sei in so einen Kreis geraten, total nette Freundin und überhaupt ein netter Kreis, war alles super. Dieser Kreis wurde dann einfach sehr eng. Und man hat ihr dann untersagt, zu ihren Eltern zu fahren, weil sie dann die Gruppentreffen versäumt und die gemeinsamen Gebete und die gemeinsamen Prophezeiungen. Und dann hat sie berichtet von so einem Treffen, wo man dann jeder für den anderen eine Prophetie hat. Und da fühlte sie sich dann auch so unter Druck, dass sie dann halt auch den anderen irgendwas mitgeteilt hat und irgendein Wort gesagt hat, und das war jetzt auch nicht ganz authentisches Geistwirken meines Erachtens, sondern es war Gruppendruck und Gruppensuggestion und es war dann die Frage, wie komme ich aus diesem Kreis raus wieder, ohne jetzt womöglich die Freundin zu verlieren, und da aber auch ein ethischer Rigorismus ganz deutlich, die hatten ihr beim Umzug geholfen und hatten erstmal alle hochhackigen Schuhe entsorgt, ohne zu fragen. Und haben auch Kontakte vom Handy gelöscht. Also da wird schon auch dann sehr vehement eingegriffen, zum Teil. Aber das sind jetzt alles nur relativ zufällige Einzelwahrnehmungen. Aber das alles findet in Deutschland auch statt im Rahmen dessen, was man eben Pfingstbewegung nennt. Oder auch charismatische, katholische Bereiche, die Sie genannt haben. Ja. Und um es noch ein bisschen breiter zu machen, möchte ich gerne noch mal ergänzen, was ich so in einem Alltag, ich bin ja Pfarrerin in der Evangelischen Hoffnungsgemeinde, in der Matthäuskirche, wir haben sechs verschiedene internationale Gemeinden, sogenannte Migrantengemeinden, oder im Katholischen heißen sie ja muttersprachliche Gemeinden, man kann auch sagen Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, wie auch immer man sie betitelt, ist ein Großteil dieser Gemeinden auch einer nicht eindeutigen Konfession zuzuordnen. Und viele von denen, die zum Beispiel bei uns jetzt sind, abgesehen von der rumänisch-orthodoxen Gemeinde und der russisch-orthodoxen, sind die eher auch dem pentekostalen Spektrum zuzuschreiben. Und insofern würde ich an der Stelle Ihnen, Herr Fritz, was Sie eingangs sagten, widersprechen, dass das vielleicht der Pentekostalismus in Deutschland eher so ein bisschen absteigender Ast ist, denn alles, was uns sozusagen über Migrantengemeinden erreicht, das ist ein wachsender Zweig der charismatischen Bewegungen und Pentekostalen mit einer Tendenz steigend. Also die kann man sich im Hessischen Religionsmonitor, konnte man sich das vor ein paar Jahren ganz gut angucken, dass die Mehrheit der Einwanderer eigentlich einen christlichen und eben keinen muslimischen Hintergrund hatten. Und die sind eher den Charismatikern zuzuordnen. Und wenn wir da jetzt nochmal fragen, welche Anfragen sich da auch nochmal an unsere, ich sage jetzt mal, an die Evangelische Landeskirche herstellen, dann ist das genau die Frage, was ist denn unter einem Dach einer evangelischen Landeskirche oder einer römisch-katholischen Kirche als gastgebende Gemeinde da überhaupt machbar und denkbar? Und ich erinnere mich an eine Gemeinde, wo ich in der Ausbildung als Pfarrerin tätig war. Dort hatte eine nigerianische Gemeinde ganz klar pentekostal orientiert sich da so wie so ein Schrein aufgebaut. Die hatten sozusagen einen Teil eines Gemeindesaals einfach dauerhaft gemietet. Was dort oben letztlich an Exorzismen oder so abgelaufen ist, konnte ja niemand durchschauen oder welche. Also ich habe einfach nur so immer in den Gesprächen gehört, eine Frau, die ihre Periode hat, kann unter keinen Umständen dort am Gottesdienst teilnehmen. Dann frage ich mich doch, das stellt doch massive Anfragen an uns, auch wenn wir solchen Gemeinden eben auch Räume öffnen. Das ist wiederum aber was ganz anderes als die Form des Pfingstchristentums, die jetzt hier Herr Brenner auf dem Podium repräsentiert. Und da ganz klar zu sagen, auch innerhalb der internationalen Gemeinden gibt es eine breite Varianz von verschiedenen charismatischen Gemeinden und Bekenntnissen und eben in der gleichen Weise innerhalb des klassischen Pentekostalismus auch. Mhm. Ja, genau, genau so ist es. Also ich kann Ihnen absolut zustimmen. Aus meiner Perspektive sind es auch absolut kritische Elemente, auch Kausalitäten zu ziehen zwischen Krankheit und Glaube und was weiß ich.
Also ich habe noch keine Dämonen ausgetrieben in dem Sinn, aber ich war in Afrika unterwegs in unserer Bewegung und so als Frage der Legitimierung, bevor ich dann gepredigt hat, wurde ich auch gefragt, wie viele Dämonen hast du schon ausgetrieben? Muss dann das irgendwie erklären, dass wir halt seelsorgerliche Betreuung machen und dass es da auch sicherlich Süchte gibt und dass da natürlich Vorwärtsbewegungen gibt, aber das war schon ganz, ganz interessant. Um einfach mal ein praktisches Beispiel zu nennen, so wie Sie gesagt haben, ich meine, die Pfingstbewegung kann natürlich schon ein Überraschungsei sein und man muss sich damit auseinandersetzen. Ich hatte jetzt gerade die Tage ein Gespräch mit einem evangelischen Pfarrer aus dem Wendland. Da ging es um eine Anfrage, ein Freund von mir heiratet, ich soll die Trauung dort machen und dann ging es praktisch um das Gebäude. Und dann war natürlich die Frage, ja, Pfingstgemeinde, da hört man so viel. Und dann muss ich sagen, dieser Pfarrer, das stelle ich sehr positiv, er hat sich die Mühe gemacht, mit mir zu telefonieren, hat das Gespräch gesucht, er hat sich sogar die Mühe gemacht, hat Predigten von mir angehört, weil er wissen wollte, was für ein Freak ist das oder kann man denen vertrauen. Und es war ein super Gespräch, ein super Austausch, muss ich sagen. Und das, um das kurz zu machen, wir dürfen die Kirche nutzen, aber da hat einer sehr viel Zeit investiert. Er hätte auch sagen können, ah, das ist mir zu skeptisch, ich lasse die Finger davon. Und das möchte ich echt positiv herausstellen. Und da kam es dann auch zu einer guten Sache. Angesichts der Zeit würde ich gerne mal in die Richtung schauen, zu meinen Kollegen, ob es hier sowohl im Publikum wie auch über den Chat Fragen gibt. Diejenigen, die hier im Publikum sind, hier vorne ist auch ein Mikrofon aufgestellt. Wenn Sie bitte ans Mikrofon gehen und kurz Ihre Frage stellen, genau, würden und direkt vielleicht auch sagen, an wen Sie Ihre Frage stellen wollen. Ja. Mein Name ist Helmut Pfaff, ich bin examinierter Geograf und evangelischer Theologe und erforsche, also bereits lange an dieser Thematik und also für mich, ich habe lange Zeit beim Sinus e.V., was von beiden großen Volkskirchen hier unterstützt wurde, der Verein, habe ich einen Gesprächskreis für Parapsychologie geleitet und also mir kommt diese Dimension, dass es eben, dass die Parapsychologie hat wissenschaftlich festgestellt, es gibt also wirklich so Phänomene wie Telepathie, Hellsehen, Spuk. Und diese Dimension finde ich wichtig, gerade hier im Zusammenhang mit Pfingstbewegung, kommt mir aber zu kurz in diesen Diskussionen. Und für mich ist also generell die Anfrage, weiß nicht, wer dann nachher darauf antworten will, also wie dieses Verhältnis gesehen wird. Also für mich ist diese, die Pfingstbewegung hat zu tun, Sachen der Religion, mit Zeichen und Wundern. Und die sind genau die Aspekte, die bisher bei den großen Volkskirchen zu kurz kamen. Und ich denke, es ist eine Reaktion der Bevölkerung, dass hier ein verstärkter Zulauf zu den Pfingstkirchen gesucht wird. Mhm. Und erforsche also seit langem sozialpolitische Dimensionen, wie die Gesellschaft mit paranormalen Phänomenen umgeht. Und da fand ich also am besten sehr stark den katholischen Beitrag aus Brasilien, weil diese politischen Dimensionen gehen viel weiter, als bisher in der Diskussion beachtet wurden. Gibt es eine konkrete Frage, die Sie gerne jemandem auf dem Podium stellen würden dazu? Also es, wie gesagt, ist jetzt generell offen, jetzt denke ich, wer jetzt antworten möchte, aber generell also die Frage, wie wird es empfunden, dieses Verhältnis von paranormalen Phänomenen und wie die Gesellschaft damit umgeht. Ich meine, für die Religion ist es halt der Bereich Zeichen und Wunder, der gerade eben bei Pfingstgemeinden eine wichtige Rolle spielt, aber auch Atheisten ja, erleben paranormale Phänomene und die stehen stark im Zusammenhang mit einem emotionalen Empfinden. Diese Psi-Phänomene treten spontan auf durch seelische Notlagen. Und da ist auf jeden Fall die Seelsorge jetzt verantwortlich, damit umzugehen, da Stellung zu beziehen. Mhm. Und wie gesagt,
ist mir also bei den großen Volkskirchen bisher zu wenig, da ist im psychosozialen Kontext der Gesellschaft, wäre da noch viel zu tun, um den Menschen zu helfen, also nicht nur Betroffenen, sondern auch der Gesellschaft insgesamt. Und ja, weiß nicht, wer dazu antworten möchte, aber ja, das war also meine Anfrage generell, das Anliegen. Ja. Wie wird das gesehen, diese Zusammenhänge? Danke. Ja, danke. Wollen wir gerade noch eine Frage aus dem Off mit anschließen, direkt, bevor dann der Herr da hinten noch drankommt. Aber ich würde direkt die Frage aus dem Chat noch bitte mit einbringen, weil die lässt sich relativ konkret beantworten. Mhm. Das ist die Frage von Herrn Peitz. Er möchte nochmal von Ihnen, Herrn Dr. Fontana, genau den Unterschied hören zwischen Pentekostalismus und Evangelikalismus. Ich denke auch konkret bezogen auf das den Phänomenbezirk Südamerika, wo Sie ja auch forschen. Und möchten Sie direkt darauf antworten? Ja. Also ich versuche auf die zwei Fragen ein kurzen Statement abzugeben. Vielleicht mit der zweiten möchte ich anfangen. Ja, ich habe nur angedeutet, aber die Schwierigkeit bei der Nomenklatur besteht im Folgenden. Gerade im politischen Bereich versuchen Akteurinnen aus den Pfingstkirchen, evangelikalen Kirchen, mit bestimmten Interessen sich in der Politik und Gesellschaft durchzusetzen. Und das ist völlig legitim, das machen wir alle. Also wir wollen politischen Einfluss, gesellschaftlichen Einfluss bekommen, und dann müssen wir gucken, welche Interessen verfolgen wir und wie können wir uns durchsetzen. Deswegen gehört die Nomenklatur auch dazu. Also sich als Pentekostaler zu bezeichnen, klingt in vielen Regionen Brasiliens und Lateinamerika fast wie Sie angesprochen haben am Anfang, wie war die Bezeichnung, mit der Sie in der Schule, Dekla Batscha. Also das hört sich so herabwürdigend. Und Evangelico im Gegensatz hat eine viel bessere Reputation, würde ich sagen, gesellschaftlich angesehen. Und was ich mit der Konstruktion des Pentekostalismus angesprochen habe, ist tatsächlich das, dass im politischen Bereich versucht man, Evangelico, also evangelikal, mit anständiger Mensch, harter Arbeiter, also fleißiger und so weiter und so fort, moralisch untadelhaft und so weiter. Deswegen im politischen Bereich sind die Grenzen nicht zu sehen, also die sind nicht so deutlich. Evangelicus ist der Hauptbegriff in Lateinamerika. Das ist genauso auf den Philippinen. Das ist nicht Evangelico, sondern Born Again, also Wiedergeborene. Das ist die Bezeichnung. In Afrika ist im Gegensatz Pentekostalismus. Also im globalen Süden haben wir mit einer Vielfalt von Bezeichnungen zu tun. Also, aber theologisch, wie würde man das voneinander trennen? Vielleicht sind Sie noch Experte als ich, aber die zwei Merkmale zum Pentekostalismus sind halt die Taufe des Heiligen Geistes, also seine existenzielle Erfahrung, und das Zungenreden. Also die sind zwei Merkmale, wobei Zungenreden nicht in allen Pfingstkirchen gleichermaßen wertgeschätzt wird. Aber das ist halt auch ein Zeichen des Heiligen Geistes, ne? Und jetzt zu dieser Frage, also die etablierten Kirchen haben vielleicht diese Wunder und Zeichen oder mächtige Taten vernachlässigt. Vielleicht, und vielleicht ist das eine relevante Dimension für viele Leute. Ich würde aber auch sagen, vielleicht liegt es nicht nur daran, es hat mit dieser Vergewisserung zu tun. Also Menschen wollen sicher sein, dass sie den richtigen Glauben haben oder das Richtige tun. Und die Zeichen und Wunder
sind sozusagen diese Bestätigung. Das ist aber eine späte Entwicklung, auch im Pentekostalismus. Das ist die New Apostolic Reformation, also die 90er, 80er Jahre, die auf die Wunder und diese Power Evangelism, also die Evangelisation muss durch Wunder und mächtige Taten einhergehen, damit die Leute wissen, das muss nur von Gott kommen, das ist der richtige Weg. Und deswegen, es hat vielleicht mit dieser vernachlässigen Dimension, aber vor allem glaube ich, es ist eine Glaubensvergewisserung für die Gläubigen. Und wenn sie das performiert sehen, das ist für sie selbst dann eine, ob das stimmt oder nicht, das ist jetzt nicht das Entscheidende, aber für die Gemeinschaft ist vielleicht das sinnvoll. Und natürlich gibt es, ich stimme zu, es gibt Missbrauch überall, nicht nur in der katholischen und evangelischen Kirche, aber sehr viel unter den Pfingstlern und in Brasilien, das ist auch ein Thema immer wieder. Aber zunächst einmal das. Darf ich noch ganz kurz ergänzen zu der Frage von den Evangelicus und Pentecostales? Ich glaube, in Lateinamerika gehört ja vor allen Dingen dazu, dass die Evangelicus oder Evangelicus im spanischsprachigen Raum sich ja vor allen Dingen herauskristallisieren im Gegenüber zur katholischen Kirche und da sozusagen diese wirklich andere Dimension des Christentums, eben nicht hierarchisch, nicht bischöflich organisiert, sondern wirklich bottom-up, von unten nach oben sich organisiert. Das drückt sich vor allen Dingen in der Bezeichnung evangelikal, evangelico aus, währenddessen pentekostal ja tatsächlich eher diese Bewegung ist, die sich von der Azusa Street oder eben von der Pfingstbewegung in Chile her rekurriert. Ich glaube, das ist immer noch mal, wenn man wirklich jetzt, das war ja die Frage im Chat, wenn man versucht, diese Differenzierung zwischen Evangelico und Pentecostal zu unternehmen, dann geht es vor allen Dingen eben, was ist denn das Gegenüber, von wem will man sich denn abgrenzen? Und da sind die Evangelicos vor allen Dingen im Gegenüber zum römisch-katholischen Glauben zu sehen. Ich würde gern den Herrn noch mit reinnehmen, der steht schon länger. Mein Name ist Rudolf Zecher. Zu dieser Frage ist wichtig, dass ich sage, dass ich katholisch bin. Und das, was Sie, Frau Doktor, jetzt gerade gesagt haben, das wollte ich eigentlich fragen. Wie viel von dem Erfolg, gerade in Brasilien und in Latein- und Mittelamerika, der evangelikalen und pentekostalen Gemeinschaften ist Antikatholizismus? Nämlich, ich erinnere hier an den unsäglichen Kampf des Vatikans gegen die Befreiungstheologen in Südamerika. Sie müssen das jetzt nicht bestätigen, aber wenn Menschen von der etablierten Hierarchie keine Hilfe erwarten können, dann suchen sie sich andere Partner. Und noch eine kleine Ergänzungsfrage, die von Ihnen erwähnte Indigenisierung, Herr Dr. Fontana, ist das vergleichbar mit dem, was wir allgemein als Inkulturation bezeichnen? Dann darf ich Sie bitten, Herr Dr. Fontana, kurz darauf zu antworten. Ja. Also die Indigenisierung zunächst ist, das geht viel weiter als Inkulturation. Also Inkulturation meint vor allem Anpassung, das heißt, wir gucken in diesem Kontext, was können wir übersetzen. Aber hier liegt für mich das Problem, also zu glauben, dass wir Glaubensinhalt in einen anderen Kontext übersetzen können. Also Übersetzung oder Mittel, Vermittlung sind immer schwierige, komplexe Angelegenheiten. Indigenisierung meint eher, die Religion bildet sich von unten nach oben. Also es gibt keine Deutungshoheit, also niemand sagt, es ist so und nicht so. Also Christus ist Mensch und Gott und nicht Gott und vielleicht auch Mensch. Oder es ist immer, das Volk sozusagen bestimmt in einem Glaubenspraxis, was sozusagen Dogma ist. Und so entstehen die pentekostalen Kirchen im globalen Süden, aber auch die unabhängigen Kirchen, darüber haben wir gar nicht gesprochen, in Afrika sind die unabhängigen Kirchen. Und auch Kirchen, die sich als Christen bezeichnen, aber
vom Glauben oder vom theologischen Begriffen überhaupt nichts haben. So, Indigenisierung ist viel, viel radikaler. Zu Fragen der Befreiungstheologie, Bekämpfung der Befreiungstheologie, auch Importierung der Pfingstkirchen aus den USA, vor allem in den Jahren der Diktaturen in Lateinamerika, da sind auch Verschwörungstheorien manchmal, also viel zu viel übertrieben vielleicht, aber natürlich spielte eine Rolle die Bekämpfung der Befreiungstheologie seitens des Vatikans, aber ich würde nicht als entscheidender Faktor, ich habe schon gemeint, also die katholische Kirche aus Priestermangel und vielen anderen Faktoren musste sich aus den großen Peripherien, den Großstädten zurückziehen, und das gab natürlich Zulauf für diese großen Kirchen, die auch einen guten Dienst geleistet haben. Dankeschön. Es gibt jetzt zwei Wortmeldungen. Ich weiß nicht, habt ihr beide das gerade im Blick? Also der Herr hatte sich auch schon länger gemeldet. Vielleicht eine kurze Frage und dann wäre aus dem Chat noch eine Frage da. Ja. Bitte kurz die Frage stellen und an wen sie hier geht am Podium. Ja, mein Name ist Ralf Habener, ich bin Pastor im BFP und Regionalleiter der BFP-Region Hessen hier. Und ich habe eine kurze Frage oder eine Rückmeldung an den Herrn Fritz. Er hatte ja einige Dissonanzen formuliert, die sehr kompakt formuliert waren. In den Jahren, wo ich jetzt in der Pfingstbewegung mit dabei bin, nehme ich aber auch eine Veränderung wahr, wo ich jetzt sehe, dass vieles von dem, was Sie genannt haben, immer mehr zurücktritt, weil die Pfingstbewegung ist ja auch eine sehr junge Bewegung, die sehr am Lernen ist und am sich reflektieren ist und am Verändern ist. Von daher würde ich aus meiner Sicht sagen, von dem, was Sie geschildert haben, tritt vieles schon in den Hintergrund. Können Sie das so bestätigen oder haben Sie da eine andere Sicht, wie die Entwicklung ist von den Pfingstbewegungen? Da kann ich tatsächlich eigentlich nicht qualifiziert darauf antworten, weil ich die Szene viel zu kurz erst beobachte. Es geht meine Frage eher, also ich höre interessiert zu, wenn Sie hier aus Ihrer Pfingstkirchen-Binnenperspektive solche Dinge berichten. Und ich würde eher eine Gegenfrage stellen, nämlich wie Sie diese Veränderung, vielleicht können Sie das noch mit ein paar Worten aus Ihrer Sicht schildern, wie Sie denken, dass sich die Pfingsttheologie oder Pfingstbewegung auch in Ihrer Religion in Deutschland in den letzten 10 Jahren verändert hat. Würde mich tatsächlich interessieren und wäre vielleicht auch interessant für alle hier. Wir haben ja ein Dialogformat, also muss nicht ich Antworten geben, sondern ich darf auch fragen. Ich sehe es so, dass die Pfingstler haben zum einen im Blick, die Menschen von heute zu erreichen und zum anderen Freiräume für den Heiligen Geist zu ermöglichen, für das Wirken des Geistes. Und da sich die Menschen verändern, verändern sich auch die Pfingstgemeinden und die Gottesdienste. Und vieles von dem, was Sie so beschrieben haben, das habe ich so erlebt vor, weiß nicht, 20 Jahren, sage ich jetzt mal so grob, und das schleicht sich aber aus, weil die Menschen sich verändern und die Pfingstgottesdienste, die sie heute sehen und erleben, sind komplett anders als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war sehr viel, ich sag mal so das Schlagwort Raum für Geisteswirken und sehr viel Spontanität angesagt. Heute sind nicht alle, aber viele Gottesdienste sehr strukturiert, sehr durchgetaktet, mit dem Ziel, Menschen zu erreichen, Menschen eine Sicherheit dazu geben und gleichzeitig trotzdem Wirken des Heiligen Geistes zu ermöglichen. Aber gerade einige Punkte von denen, die Sie angesprochen haben, geht man ganz bewusst an und sagt, wir möchten einen Gottesdienst so gestalten, dass wenn Menschen, die kirchenfremd sind, sich wohlfühlen. Und von den Punkten, die Sie angesprochen haben, wäre das bei vielen Menschen eher irritierend. Und das möchte man gerne umgehen. Von daher sehe ich da eine große Veränderung. Vielen Dank. Ja. Ich würde gerne noch ein Stück weiter gehen, damit es gibt noch eine Frage. Hier vorne ist auch noch eine Frage. Ja, ich würde gerade die aus dem Chat mit einspielen, gut, weil die ein bisschen dazu passt und nochmal den Ball in das Feld der Landeskirchen zurückspielt. Hier gibt es die Frage.
natürlich, die man auch lang und breit beantworten könnte. Was bedeutet und wie manifestiert sich der Heilige Geist im landeskirchlichen Verständnis? Das ist eine ganze Vorlesungsreihe. Ja, ich finde, da gibt es tatsächlich, damit habe ich mich mal eine Weile beschäftigt, einen Streit schon im 19. Jahrhundert zwischen der Heiligkeitsbewegung und Gemeinschaftsbewegung hier in Deutschland. Da kamen Missionare nach Berlin so in den 1880er Jahren und haben da in riesen Kirchen schon gefüllt, also Missionare aus den USA oder ehemalige Deutsche, die zurückkamen aus der Heiligungsbewegung und haben also emotional appelliert, ewig lang gepredigt. Es gab also englische Musik, so, die von den deutschen Landeskirchlern zum Teil mit Befremden als extrem emotionalisierend empfunden wurde. Und das ging den Landeskirchlern damals so zu weit, dass irgendwie, die haben die schon eingeladen, aber dann hatten die so viel Erfolg und die Gottesdienste waren auch so anders und dann hat man so lange gebetet und irgendwann hat dann irgendwann so ein Oberkirchenrat ist dann nach vorne gegangen, hat das Gebet mit einem Vater Unser beendet und die Veranstaltung war erledigt. Also damals hat man schon um die Gestalt des emotionalen Erlebens gerungen. Da gab es auch dann Debatten in Kirchenzeitungen darüber, wie man das einzuordnen hat. Und daran wird deutlich, dass die Landeskirchler durchaus auch auf Emotionalität setzen, aber auf eine viel zurückgenommenere, wenn man so will, bürgerlichere Art, nicht so ekstatisch, nicht so körperlich, nicht so laut, nicht irgendwie Leute, die dann am Betaltar vorne zusammenbrechen. Das alles ist dem bürgerlichen Landeskirchler fremd. Aber es ist auch, wenn das Bach-Vorspiel erklingt und die Orgel und der Raum und so. Also es sind verschiedene Formen, will ich damit sagen, von Emotionalität, eine ekstatisch nach außen gewendetere, auch auf größere Intensität ausgerichtete. Und beim Landeskirchler ist es eine gegenüber zu starken und zu intensiven und zu lauten Emotionen ist man eher skeptisch, weil man die vielleicht für suggestionsanfällig hält und es wird in so eine Innerlichkeit zurückgenommen. Also und das ist auch in der klassischen Theologie, wenn mir im Herzen womöglich in großer Stille ein Predigtwort oder irgendwie, wenn das Gottvertrauen in mir weckt, da muss äußerlich gar nichts passieren, dann ist das Wirken des Geistes. Der Geist ist die Instanz, die in der Seele des Einzelnen durch das Wort der Predigt oder der Bibel es in mir kräftig macht. Da ist nach außen womöglich gar nichts zu spüren. Aber das ist auch nach Verständnis jetzt Luthers, ist das Wirken des Heiligen Geistes, hat gar nichts Ekstatisches. Also so jetzt mal ganz, ganz grob gesprochen, es ist immer am Wort der Bibel oder am Wort der Predigt orientiert und wenn dieses Wort Vertrauen wirkt, dann wirkt der Geist. Dankeschön. So, bitte ja. Sehr, Ihre Frage. Und an wen geht die Frage? Ich habe zwei kleine Fragen an Dr. Brenner. Und zwar, ich bin Freund des Physikalischen Vereins hier in Frankfurt und bin immer gern, wenn ich den Urknall versuche, in die Hand zu kriegen. Sie haben diesen Theologen, der nach Amerika ging und dann wieder zurückkam. Ich habe den Namen auch nicht ganz verstanden. Wenn Sie da zu diesem Herrn noch vielleicht etwas sagen würden, Herkunft oder Ausbildung, das würde mich interessieren. Also urknallmäßig, wo kommt das her? Und die andere Frage wäre, ist eigentlich schon eine Feststellung. Ich habe mit Interesse gehört, dass Sie auch in Israel waren. Jetzt würde ich da gern wissen, hat Ihnen versucht, vielleicht ein liberaler Rabbiner zu erklären, Pentekoste, 7 Wochen, das Omerzählen zwischen Pesach und Shavuot. Hat er, oder sind Sie mit dieser Erklärung nie in Berührung gekommen? Also kurz, die Person, die Sie meinen, unser Gründungsvater in Anführungsstrichen in Deutschland, ist die Person Hermann Lauster, ist ein Schwabe
aufgewachsen im Schwäbischen, und er ist nach Amerika ausgewandert und kam dort mit der Gemeinde Gottes in Berührung, hatte dann dort auch ein Bekehrungs- und ein Pfingsterlebnis und kam dann als offizieller Missionar zurück und hat einfach angefangen, auf der Straße zu predigen. Es gab dann, es wird von Heilungen berichtet, und so entstanden dann die ersten Gemeinden. Also es war eigentlich ein ganz pragmatischer Ansatz, und deswegen ist unsere Stärke von der Gemeinde Gottes auch vor allem in Baden-Württemberg. Israel war eigentlich, wir haben dort als Gemeinde Gottes ein Haus am Ölberg, das sollte ich eigentlich leiten, habe mich schon auch vorbereitet, hat sogar Grundkurse in Arabisch, meine Frau wollte schon die Kündigung abgeben. Dann kam noch ein Veto von Amerika, das war dann eine Entscheidung am grünen Tisch, und dadurch sind wir in Leimen gelandet. Aber jetzt ein Diskurs mit einem Rabbiner oder sonst was war ich nicht. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht in Yad Vashem, war dort eine Woche und war dort auch in diesem Rahmen in einer Synagoge und so weiter, und das war eine sehr schöne und positive Erfahrung, muss ich sagen. Ja, vielen Dank. Es ist 21 Uhr. Mein Fazit für heute Abend ist, die Zeit reicht eigentlich gar nicht. Es macht deutlich, wenn man miteinander ins Gespräch kommt, dann ist es hochspannend und es muss weitergeführt werden. Und ich würde sehr dafür plädieren, dass dies eben nicht nur eine singuläre Veranstaltung bleiben würde. Ich frage aber jetzt hier die Referenten nochmal auf dem Podium, so eine ganz schnelle Speedrunde sozusagen. Was ist das, was Sie heute Abend für sich mit herausnehmen? Ich gebe Ihnen noch ein paar Sekunden zum Nachdenken. Hier oben steht was mit diesen Lernpartnerschaften aufbauen. Ne? Partnerschaft heißt ja auf Augenhöhe miteinander, aber es heißt auch voneinander lernen. Und das, denke ich, ist genau der Punkt heute Abend gewesen. Wir lernen voneinander. Wir lernen voneinander, dass sich Dinge verändern, dass sie heute schon anders sind, als wir uns gedacht haben. So, jetzt hatten Sie die paar Sekunden, und ich fange hier mit Ihnen, Dr. Fritz, an. Also ich würde gerne mal bei Herrn Brenner in Gottesdienst gehen. Und ich würde gerne mehr Podiumsgespräche führen, wo das Publikum sozusagen auch Antworten liefert, so wie das jetzt hier gerade schon begonnen hat. Und letztlich auch das, was hier in der Orientierungshilfe auch nochmal formuliert ist, am besten, man beginnt den Dialog mit den GrenzgängerInnen, also mit den Personen, die sozusagen Lust haben, sich auf den Dialog einzulassen. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Genau, ich war sehr viel von der Orientierungshilfe angeregt und habe diese Podiumsdiskussion sehr geschätzt. Und ich würde auch als Fazit mitnehmen, also das Gespräch muss weitergehen. Und ich glaube, man muss, wie heute wir es versucht haben, möglichst viele Facetten, aber auch Zugänge ermöglichen aus verschiedenen Disziplinen, aber auch Kontexten, weil wir es hier wirklich mit einem Phänomen zu tun haben, das sehr herausfordernd ist und Schatten- und Lichtseiten hat. Und ich glaube, uns davor zu schützen oder diesen Schritt nicht zu wagen, kann uns nur langfristig schaden. Deswegen ein Votum für eine weitere Diskussion. Herr Lorenz. Ich schätze das auch sehr, den Austausch, und ich ermutige das auch vor Ort dort weiterzumachen, wo wir sonst hin. Wir dürfen in Leimen, wo meine Gemeinde ist, sind wir im Gespräch mit der katholischen Kirche und evangelischen Kirche, und das ermutigt mich, aber auch auf dieser Ebene. Und ich schätze auch sehr Kritik. Das ist auch sehr wichtig für uns, dass wir uns als Pfingstbewegung wirklich auch ganz konkret mit solchen Themen auch auseinandersetzen. Aber wir können nicht nur sagen, das betrifft uns nicht, sondern es gibt die Dinge in Deutschland, und da müssen wir uns schon auch damit auseinandersetzen und das reflektieren. Dankeschön. Aber auch Kritik ist keine Einbahnstraße, sondern muss von allen geschätzt werden. Wir bedanken uns sehr herzlich heute, dass Sie hier
im Haus am Dom gewesen sind, dass sie an den Bildschirmen gewesen sind, mitgedacht haben, mitgefiebert haben. Vielen herzlichen Dank unseren vier Referenten aus den ganz unterschiedlichen Perspektiven. Erlauben Sie mir ein kleines Zitat, das ich auch in der Orientierungshilfe gefunden habe, das ich uns allen heute Abend mitgeben möchte, sodass Sie gut nach Hause kommen. Nämlich das Zitat ist von Sven Lager der Berliner Stadtmission. Er sagt: Meinen Glauben bezeugen, das geht nur mit Liebe. Und wenn ich bereit bin, Gottes Wege auch im anderen zu sehen. Ich sage, ich begegne Gott in dir. Und da bricht das Eis. Vielen herzlichen Dank. Das wünsche ich uns.